Nach dem gigantischen Slam 2015 sind sie zurück. 7 Slammer, eine Mission. Beim Science Slam 2016 im Forschungszentrum Cäsar. Und hier sind ihre Gastgeber, Jan Hansen und David Fußhöller. Jan Hansen und David Fußhöller, bitte. Hast du ihn gesehen? Oh, nee, schon nie. Entschuldigung, liebe Gäste. Leider sind eure Moderatoren noch nicht da. Ich will mal sehen, ob wir die nicht auf unsere Überwachungskameras finden können. Vielleicht seht ihr die irgendwo. Vielleicht müssen wir ein bisschen näher ran. Moment. Ich weiß es auch nicht. Moment, ein paar technische Probleme. Da sind wir ja wieder. Und meinst du, du findest heute noch eine Zelle? Ich glaube nicht. Aber war nicht noch irgendwas anderes? Ich wollte nachher noch in die Zellkultur. Nein, wichtiger. Was soll denn wichtiger sein? Die sitzen da schon. Nein! Wirklich? All die Stufen jetzt nicht springen? Komm, was soll's? Guten Abend! Herzlich willkommen zum Science Slam 2016 im Cäsar. Heute Abend präsentieren wir hier live und direkt aus der Wissenschaft in Bonn ein fantastisches Feuerwerk an Informationen. Ihre Reisebegleiter am heutigen Abend zu meiner Rechten im wunderschönen Blau Jan Niklas Hansen. Und zu meiner Linken der unglaubliche David Maximilian Fußhöller. Dankeschön. Ja, das haben wir ja gerade noch so. Ja, wieso? War irgendwas? Hat doch gepasst, ne? Ja. Ja. Aber ich wollte kurz erwähnen, also hier gibt es nicht wirklich Kameras, die gibt es nur beim Discounter, ne? Also nicht, dass jetzt irgendwer was denkt. Bevor wir anfangen, war jemand von Ihnen schon einmal bei einem Science Slam? Ich hatte sogar noch mit mehr Leuten gerechnet, aber natürlich sind wir darauf vorbereitet und erklären kurz das Prinzip. Heute Abend, 7 Wissenschaftler präsentieren jeweils ihre eigene Forschung unterhaltsam und auf anschauliche Weise. Die haben dafür genau 10 Minuten Zeit und am Ende entscheidet ihr, wer den Slam gewinnt. Und dafür kommen wir jetzt zu unseren Protagonisten des heutigen Abends. Ich bitte Sie um einen tosenden Applaus für die 7 Slammer, da stand eben 6, wir haben 7 für Sie heute Abend organisiert, die heute Abend hier vortragen möchten. Ein Applaus für Lydia Möcklinghoff, die Frau, die sich für lange Nasen in Brasilien begeistert. Und Dennis Fink, der Mann, der weiß, wie tief jeder von uns sinken kann. Alexander Karim, der Hans Kuck in die Luft der Wissenschaftswelt.
Amitabh Banerjee, der Mann, der uns alle erleuchten wird. Ronald Jäpel, der zukünftige Herausgeber der Playboy Microbe. Rainer Banse, der Mann, der dafür sorgen wird, dass heute keiner allein nach Hause gehen muss. Und last but not least, Elisabeth Metke, die Frau, die Ihnen zeigen wird, dass ein funktionierendes Abwehrsystem nicht nur im Fußball von Wichtigkeit ist. Ja, einem dieser Slammer können Sie, meine Damen und Herren, heute Abend zum Gewinn dieses Slams verhelfen. Und dabei ist es natürlich wichtig, dass Sie da auch ausreichend applaudieren und wissen, wie Sie applaudieren müssen. Und deshalb kommen wir jetzt zu einer kleinen Probe. Ich mache jetzt mal eine Anspielung. Also stellen Sie sich mal vor, Sie haben jetzt gerade eine Vorlesung von einem Ihrer alten Professoren gehört, sind da zwar hingegangen, aber eigentlich eingeschlafen. Ja? Also auf einer Skala von 0 bis 10 applaudieren wir jetzt mal für die 0. Ich hatte sogar noch mit weniger gerechnet, aber wir gehen steil bergauf in die Mitte. Ein Slammer, der hat so einige gute Pointen gebracht, aber sich dann doch ein paar Mal auch richtig vergriffen. Applaus für die 5. Und jetzt ganz nach oben Applaus für den besten Slam, den ihr je gehört habt und hören werdet. Applaus für die 10. Das läuft ja. Dankeschön. Ja, und ja, wie Sie... Möchtest du noch? Ja, ich wollte mich eigentlich nochmal bedanken und sagen, dass ich das ganz klasse finde, dass ihr so laut applaudieren könnt, aber du kannst auch weitermachen. Ja, dann sag das doch noch. Ja, hab ich ach ja. Achso, alles klar. Ja, ja. Sie wissen ja alle, es ist ein wissenschaftlicher Wettstreit heute Abend. Und wie bei jedem vernünftigen Wettstreit wollen wir natürlich auch fair sein. Dementsprechend werden wir die Reihenfolge, in denen unsere Slammer hier auftreten, losen. Deshalb die Frage, gibt es im Publikum jemanden, der vielleicht von Berufswegen sich als geeignet erachtet, heute Abend die Losfee zu sein? Niemand. Jemand, der es freiwillig machen will, beruflich aber nicht geeignet ist. Ja, komm, Freunde, jetzt. Da ist jemand. Die junge Dame. Mutig, mutig. Wie ist denn dein Name? Katharin. Dann erstmal einen Applaus für die Katharin. Liebe Katharin, kannst du mir denn verraten, warum du von Berufswegen nicht geeignet bist, eine Losfee zu sein? Weil wir mit Glücksspielen nichts zu tun haben. Alles klar, gut. Ich hoffe, du bringst den Slammern trotzdem Glück und greifst jetzt einfach mal in diese Box und ziehst den ersten Zettel. Das wird der erste, der heute Abend slammen wird. Dennis Fink macht den Anfang. Danach unmittelbar folgen wird Amitabh Banerjee. Ronald Jäpel. Oh, die Mädels lassen sich aber Zeit. Ah, da kommen welche. Lydia Möcklinghoff. Elisabeth Metke. Und den letzten Vortrag heute halten wird Alexander Karim. Ach nein, da kommt noch einer, Entschuldigung. Rainer Banse. Dann haben wir sie alle. Vielen Dank nochmal. Einen schönen Abend. So, und wir haben heute natürlich noch viel mehr Publikumsinteraktion. Wir wollen ja, dass Sie alle aktiv an diesem Slam teilnehmen. Und deshalb würde ich jetzt gerne mal alle Leute bitten, die Hand zu heben, die eine Uhr dabei haben. Schon mal gut, sind schon einige. Jetzt mal alle die Hand wieder runter, die nicht bis 10 zählen können. Das ist gut, da sind noch Leute übrig geblieben. Du hast dich gemeldet, glaube ich. Du hast eine Uhr dabei? Ich habe eine Uhr dabei, ja. Das ist sehr gut. Kannst du mal gerade von 1 bis 10 zählen? Ja, ich muss sicher gehen, dass du das schaffst. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehr gut, sehr gut. Applaus! Ja, du hast heute Abend die glorreiche Aufgabe, dass du die Zeit nehmen wirst. Du fängst einfach an, auf deine Uhr zu schauen, wenn der Slammer hier anfängt, einer. Nach 8 Minuten winkst du dem dann so zu. Und nach 10 Minuten gibst du einfach irgendein akustisches Signal, kannst dir aussuchen was. Aber so, dass er es hört. Und wir auch. Ja, dankeschön. Dann ein Applaus bitte nochmal für die junge Dame.
So, und bevor wir mit dem ernsten Teil des Abends, also dem Wettstreit hier beginnen möchten, würde es noch einen kleinen Vortrag geben vom iGEM-Team Bonn, die diesen Abend für uns und für Sie hier organisiert hat. Einen herzlichen Applaus bitte für die beiden Damen vom iGEM-Team. Wir verwenden tagtäglich Papier und das sogar deutlich mehr, als wir denken. Morgens, wenn wir aufstehen, benutzen wir die Toilette und dann putzen wir uns die Nase. Am Frühstückstisch lesen wir erstmal die Zeitung und dann wird natürlich noch schnell das Brötchen für den Tag in eine Papiertüte gepackt. Auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit zeigen wir dem Busfahrer unser Ticket. Und dann dort angekommen, wälzen wir Bücher, blättern durch Pappordner oder wir heften neu gedruckte Unterlagen ab. Und für die schnellen Notizen gibt's den Klebezettel. In der Mittagspause kaufen wir uns einen Kaffee und einen Muffin und später auf dem Weg nach Hause müssen noch schnell die Briefe eingeworfen werden. Dort angekommen entstehen wieder Papiermassen und am Ende des Tages sitzen wir auf dem Sofa und schauen auf die Papiertapete. Allein in Deutschland haben wir 2014 rund 20,4 Millionen Tonnen am Papier verbraucht. Wenn man diesen A4-Format stapeln würde, würde man einen Turm von etwa 16.000 Kilometer erreichen. Im Vergleich kreist die internationale Raumstation ISS auf nur 400 Kilometer. Zumindest besteht unser Turm zu 74% aus Altpapier. Recyceln hat also schon mal einen ziemlich hohen Stellenwert hier in Deutschland. Recycling ist auch das Thema, was uns als Team interessiert. Und als angehende Wissenschaftler ist das natürlich der technische Prozess dahinter. Wie wird also aus verbrauchtem Altpapier wieder qualitativ hochwertiges Druckerpapier, Büropapier? Dafür muss natürlich erst einmal die Tinte beseitigt werden. Und in der Fachsprache nennt man diesen Prozess De-Inking. Fürs De-Inking, also für die Entfernung von Farbpartikeln, werden zurzeit Chemikalien verwendet. Die Hauptrolle dabei spielen zwei Substanzen. Das ist zum einen Natriumhydroxid, das man zum Entfärben verwendet. Und vielleicht hat von Ihnen schon jemand mal seine alten Gartenmöbel abgebeizt. Der hat garantiert mit Natriumhydroxid gearbeitet. Und das andere, das hier schon steht, ist Wasserstoffperoxid. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so manche von Ihnen kennen. Das verwenden wir zum Bleichen des Papieres. Diese Stoffe haben sich wirksam für das De-Inking etabliert, bringen jedoch auch ihre Nachteile mit sich. Diese Nachteile liegen in der Produktion. Denn die Produktion dieser Substanzen ist enorm energieaufwendig. Das bedeutet, die Produktion ist teuer. Und zusätzlich ist diese Produktion auch noch umweltschädlich, denn es entstehen dabei giftige Stoffe. Das bedeutet, im Prozess des De-Inkings stoßen die konventionellen chemischen Methoden an ihre Grenzen. Und jetzt kommen wir als Biologen ins Spiel. Und ich möchte Ihnen heute Abend zeigen, dass mit biologischen Methoden bestehende industrielle Verfahren weiter optimiert werden können. Und dafür benutzt die Biologie Enzyme. Enzyme kommen in allen Organismen vor und sind notwendig, damit lebenswichtige Prozesse stattfinden können. Und es existieren bereits Enzyme, die sehr gut für den Prozess des De-Inkings benutzt werden können. Und dabei sind sie auch besonders gut in ihrem Job. Denn Enzyme wurden durch die Evolution über Jahrmillionen Jahre für ihre eine spezielle Aufgabe perfektioniert. Und jetzt kommt das Allerbeste. Enzyme sind auch noch was Natürliches. Das bedeutet, sie sind Teil des natürlichen Kreislaufes und können biologisch abgebaut werden. Jetzt kommen wir ins Spiel. Und unser Ziel ist es,
diese Enzyme zu produzieren. Und wir benutzen dafür ein Prinzip aus der synthetischen Biologie. Das bedeutet, wir benutzen Bakterien. Wir können also eine Information in ein Bakterium einbringen, in Form eines Genes, was Sie hier sehen. Und dadurch wird dieses Bakterium uns jedes gewünschte Enzym produzieren. Wir arbeiten jetzt mit einem ganz speziellen Bakterium. Das nennt sich Bacillus subtilis. Das wird uns nicht nur kontinuierlich das Enzym produzieren, sondern gleichzeitig auch noch automatisch an seine Umgebung abgeben. Bedeutet, am Ende des Tages brauchen wir unser Produkt nur noch abschöpfen. Für die Produktion von De-Inking-Enzymen entwickeln wir ein System, das industriell anwendbar ist und gleichzeitig kostengünstig. Denn Bakterien brauchen im Grunde nicht viel, um glücklich zu sein. Ein bisschen Sauerstoff, ein bisschen Zucker, ordentlich wohlige Temperaturen, dann geht es denen schon gut. Und obendrauf ist unser System umweltfreundlich, denn alle Materialien sind biologisch entstanden und sind auch genauso biologisch abbaubar. Wir verwirklichen dieses System im Sinne eines studentischen Wettbewerbs namens iGEM. Und dieses Jahr treten 300 Teams weltweit an und wollen ein Projekt im Rahmen der synthetischen Biologie eigenständig verwirklichen. Und wir hoffen, dieses Jahr Ende Oktober erfolgreich unser Projekt vorstellen zu können. Vielleicht habe ich ein bisschen Interesse geweckt an unserem Projekt und an unserem Team. Wenn dem so ist, sprechen Sie uns gerne an. Sie erkennen uns an den Cäsar-T-Shirts. Oder es liegen auch überall verteilt Flyer von uns rum. Und wir sind natürlich auch im Internet vertreten, auf Facebook oder unserer Homepage, die Sie hier sehen. Und jetzt kommen wir endlich zum wichtigen Teil des Abends. Das ist natürlich der Science Slam. Und wir als iGEM Team Bonn wünschen Ihnen super viel Spaß dabei. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, ich habe hier ein Utensil mitgebracht. Ich ziehe das jetzt mal an hier. Ja. Manche von Ihnen können sich jetzt vielleicht schon denken, worum es jetzt geht. Es hat irgendwas mit dem Schiff zu tun. Und ich nehme euch jetzt mal mit auf so eine kleine Traumreise. Also einmal alle die Augen zu, bitte, ja? Danke. Stellen Sie sich vor, Sie liegen jetzt auf so einem richtig modernen Schiff, vorne auf dem Vorderdeck, schön auf dem Holz. Die Sonne scheint, brennt heiß vom Himmel, bräunt Sie, wärmt Sie. Daneben kristallklares Wasser. Dann kommt plötzlich Durchsage, ne, vom Kapitän, also ich bin jetzt Kapitän. Barbecue auf dem Vorderdeck, so ein Drink hier, ein Steak da. Die Sonne geht im Meer unter. Ja, und dann gibt es auch tatsächlich Leute, die bezeichnen das nicht als Urlaub, sondern die machen das einfach beruflich, 3 Jahre lang und schreiben dann da Forschung dran. Ja, genau das hat unser nächster Slammer nämlich gemacht. Und der hat uns dann auch noch ein interessantes Thema dabei mitgebracht. Und das klingt jetzt auch schon ein bisschen komisch, Rauchen in der Tiefsee. Schließe ich jetzt irgendwie aus, aber ich bin mir sicher, dass es hier gleich auch noch richtig abrauchen wird. Und ja, Applaus für Dennis Fink. Der Mann, der sich mit Vulkanen in der Tiefsee und allem anderen auskennt. Ja, oh. Ja, ich glaube, die lasse ich mal aus, weil Kapitän war ich ja nie auf dem Schiff, aber danke dir. Habt ihr noch so einen Klicker? Ja, herrlich. Mache ich auch an. Ja, mache ich auch einmal an. Ja, herzlich willkommen hier. Ich freue mich, dass ich eingeladen wurde, denn ich komme aus Bonn. Das ist meine Geburtsstadt, aber ich war nicht an so einem schönen MPI, wie ihr das hier habt. Denn ich habe meine Doktorarbeit 2011 an einem MPI in Bremen gemacht, nämlich dem MPI, dem Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie. Und ihr könnt ja mal raten, in was ich meinen Doktor gemacht habe. Das waren entweder lustige Schornsteine oder es waren natürlich die heißen Quellen in der Tiefsee. Und das sieht ungefähr so aus. Das kennt ihr vielleicht aus dem Fernsehen. Mit bis zu 400 Grad schießt heißes Wasser aus sogenannten schwarzen Rauchern in der Tiefsee. Und ich habe mich eigentlich für das interessiert, was man da so im Hintergrund sieht. Das sind nämlich Muscheln. Und diese Muscheln leben in einer Lebensgemeinschaft, in einer Symbiose mit Bakterien. Und deshalb musste ich da halt immer mal hinfahren auf diesen Forschungsreisen und musste mir auch ein paar von den Muscheln holen. Und was ich heute Ihnen gerne erzählen würde, ist, wie kommt man überhaupt dahin? Wie kommt man überhaupt in die Tiefsee und an solche Muscheln ran? Was brauchen wir dazu? Schauen wir mal. Also, wenn wir uns die Weltkarte so mal ansehen und lassen das ganze Meer und Ozean mal weg und gucken auf den Grund, dann sehen wir da so etwas, was aussieht wie so Narben auf einem Baseball. Das
ist der Ort, wo Ozeanboden entsteht. Und das sind die Orte, wo die Forscher hinfahren müssen, wenn sie denn solche heißen Quellen finden wollen. Wir waren zum Beispiel hier nördlich von Brasilien am Mittelatlantischen Rücken. Und wenn wir da mal ein bisschen mehr in die Tiefsee gucken, dann sieht das so aus wie ein Gebirge. Und das kommt daher, weil wir haben sogenannte hydrothermale Aktivität da unten. Sprich, der Ozeanboden wächst da, das ist nicht so schnell, das macht er mit ein paar Millimeter bis Zentimeter im Jahr, wenn er ganz fix ist. Und dann bricht der Ozeanboden auf und das heiße Magma heizt das Meerwasser auf. Das Meerwasser kocht, vermischt sich mit den Mineralien in den Steinen, schießt da raus und dann sieht das eben aus wie so Schornsteine, weil diese gelösten Mineralien können schwarzen oder auch weißen Rauch machen. Deshalb heißen diese Schlote auch schwarze oder weiße Raucher. Ja, und wie kommen wir da denn jetzt dahin? Also was wir als erstes brauchen auf jeden Fall, ist ja mal ein Schiff. Ja, da nimmt man sich zum Beispiel eins von 4 deutschen Forschungsschiffen. Ich war 3-mal raus, unter anderem mit der Maria S. Merian. Und mein Vorredner hat es schon erwähnt. Sie denken wahrscheinlich jetzt alle, ja klar, Forschungsreise, ne? Schön 6 Wochen auf hoher See, Sonnenschein, bisschen in der Sonne liegen, bisschen was grillen und was trinken, alles auf Steuergelder. Dazu muss ich natürlich sagen, genau so ist es, ja? Genau das macht man. Wir hatten hier schön vorne einen Grill aufgebaut. Wir hatten sogar einen Pool, haben uns reingelegt. Abends immer schön Sonnenuntergänge gucken. Es war wie Urlaub. War es natürlich nicht. Ja, es ist harte Arbeit, auch wenn es da gerade nicht so aussieht. Und die allerhärteste Arbeit ist, diese heißen Quellen zu finden. Das ist nicht so einfach, denn wenn man sich die Tiefsee mal anguckt, dann sieht die aus wie der Mond. Da ist nichts los. Warum? Weil Sonnenlicht scheint nur durch die ersten 200 Meter der Wasseroberfläche. Das heißt, darunter ist es finster, keine Photosynthese, kein höheres Leben, nix. Ja, wie auf dem Mond. Ab und zu fällt da mal ein toter Wal runter, dann ist kurz Party, aber das ist es dann auch schon wieder. Das heißt, wenn wir da jetzt eine heiße Quelle suchen, dann ist das ungefähr so, als würden Sie versuchen, einen Fußball in der Wüste zu finden und das auch noch im Dunkeln. Nicht einfach. Was macht man da? Zum Beispiel klemmt man sich an sein Forschungsschiff unten dran ein sogenanntes Fächerecholot. Dieses Instrument scannt den Ozeanboden in Echtzeit ab und somit kann man dann diese heißen Quellen finden, weil man sieht diese ganz feinen Bläschen, die da hochstrudeln. Und wenn dann das Forschungsschiff in seinem langen Zickzackkurs dann mal so eine heiße Quelle entdeckt hat, dann haben die Forscher richtig Party und dann heißt es tauchen. Was haben wir da für Optionen? Man könnte ein U-Boot nehmen und sich da reinsetzen, wie zum Beispiel Alvin. Das ist ein U-Boot vom Woods Hole Institute. Das war eins, was zum ersten Mal diese heißen Quellen überhaupt entdeckt hat, 1973. Und das ist ein sogenanntes HOV, ein Human Occupied Vehicle, weil da Menschen reinkommen. Hört sich jetzt vielleicht ganz romantisch an, so eine U-Boot-Fahrt in die Tiefsee. Aber das sind 9 Stunden, größtenteils Finsternis, auf einem Quadratmeter mit 3 Leuten, keine Toilette. Ja? Es gibt eine Pipi-Flasche, aber auf einem Quadratmeter alles nicht so einfach. Ich wäre trotzdem gerne mitgefahren, aber wir hatten was, was man heute viel häufiger nimmt, nämlich einfach einen Roboter. Da lässt man die Menschen einfach raus, dann hat man nämlich viel mehr Platz, um die Technik da reinzustopfen. Und das ist dann ein sogenanntes ROV, ein Remotely Operated Vehicle, weil man schön von oben, von dem Forschungsschiff aus, sich in einen Container setzen kann mit den 2 Piloten, die dieses ROV dann fliegen und als Forscher einfach sagen kann, ich hätte gerne eine Schaufel hiervon und gerne eine Schaufel davon. Ist viel praktischer. Und weil man sich das so ein bisschen schwer vorstellen kann, dachte ich, bringe ich doch so einen Tiefseetauchgang einfach mal mit zu Ihnen hier nach Bonn und habe da mal ein bisschen was vorbereitet. Ich dachte mir, wir machen einfach mal Bonns ersten Tauchgang in die Tiefsee und habe meiner Tochter das Bobbycar entwendet. Ja, wenn das heute nicht nach Hause kommt, dann kriege ich richtig Ärger. Und was wir dazu brauchen für so einen Tiefseetauchgang, ist natürlich erstmal ein Ziel. Wir wollen ja irgendwo hin. Und das ist jetzt mal hier mein schwarzer Raucher. Jetzt gucken wir mal, ob der auch raucht. In der Anleitung steht, das ist alles ungefährlich und diese Dämpfe, die da entstehen, sind auch ungefährlich. Aber wir sehen es ja gleich an der ersten Reihe, was Sie davon halten. Und diese heiße Quelle, die wir zum Beispiel da finden wollten am Mittelatlantischen Rücken, die befand sich in 5000 Meter Tiefe. So, ja, es riecht schon gut, ne, hier vorne. Ist ein bisschen wie Weihnachten. Ein bisschen. So, da raucht jetzt schon was. Und jetzt brauchen wir natürlich auch irgendwas, was wir da sammeln wollen.
Also habe ich meiner Tochter auch gleichzeitig noch ihre Spielzeugangel entwendet und ein bisschen Spielzeug. Und das sind jetzt meine Muscheln, die ich gerne einsammeln würde. Und wenn das möglich ist, würde ich jetzt bitte mal die Regie bitten, das Licht auszumachen, soweit es geht. Und dann starten wir mal unseren Tauchgang in die Tiefsee. Ich erspare Ihnen jetzt mal die 2 Stunden, die das dauern würde, bis der Roboter unten angekommen ist. Und wir sagen einfach mal, wir sind schon unten und machen mal das Licht an. So. Ist zu hell? Ja. Dann schlaft ihr auch nicht ein. So, jetzt sind wir unten in der Tiefsee und wir begeben uns auf die Suche. Und man findet, wenn man dann näher an diese heiße Quelle kommt, dann fängt es schon an, es sind mehr Lebewesen plötzlich da. Muscheln, Schrimps, Röhrenwürmer, es wird immer mehr. Und dann plötzlich haben wir sie entdeckt. Da ist unsere heiße Quelle. Und jetzt haben wir nicht viel Zeit, denn so ein Tauchroboter, der ist schwer begehrt und alle Wissenschaftler auf dem Schiff wollen gerne Proben nehmen. Ja, die Biologen wollen irgendwelche Lebensformen, die Physiker wollen irgendwelche Geräte da abstellen, die Geologen wollen irgendwelche Steine haben, also es ist nicht viel Zeit und deshalb beeile ich mich jetzt mal und angel mir mal so ein paar von meinen Muscheln, da habe ich schon eine. Der Roboter hat dafür Greifarme und dann hat er unten dran eine Schublade und dann kann er die einfach einsammeln und einstecken. Jetzt habe ich schon die erste erwischt. Ich nehme mal noch eine mit, weil man weiß ja nie, vielleicht geht die ja kaputt auf dem Weg nach oben. So, dann haben wir noch eine. So, wunderbar. Soll jetzt erstmal reichen. Ich mache das Ding jetzt auch mal aus, damit ihr nicht umfallt. Und jetzt war das Bons erster Tauchgang in die Tiefsee. Licht kann wieder an. So, jetzt will ich Ihnen natürlich zeigen, wie das die Profis machen, weil es sieht dann doch schon ein kleines bisschen anders aus, wenn man das richtig macht. Dann sieht das so aus. Das ist mein kleiner roter Tauchroboter. In dem Fall war das der Kiel Quest 6000, weil der bis auf 6000 Meter tauchen kann. Die werden hinten am Boot rausgelassen mit so einem Rahmen, der heißt A-Frame, weil der aussieht wie ein A, ins Wasser. Und dann hängt er an einem 6000 Meter langen Kabel. Alleine um diese Kabeltrommel irgendwie zu bedienen, ist ein Mann nur da, der sich nur um diese Kabeltrommel kümmert, damit da kein Knoten reinkommt. Das Roff hängt also an einem Kabel, taucht nach unten. Es gibt eine Live-Übertragung, so wie wir die heute hier haben. Ich hoffe, ihr konntet das eben alle sehen an den Fernsehern. Und wenn wir dann unten sind, an der heißen Quelle, dann sieht das da ungefähr so aus. Das ist der schwarze Raucher. Und jetzt gibt es die unglaublichsten Werkzeuge, wie sich die Wissenschaftler da ihre Proben holen. Das kann man natürlich nicht im Baumarkt kaufen, das basteln die sich alle. Das ist so eine Art Staubsauger, da werden diese heißen Flüssigkeiten einfach mit abgesaugt. Das ist ein Trichter, der in dem Fall Methanblasen einsammelt, die aus dem Ozeanboden strömen. Hier haben wir noch einen viel größeren Staubsauger, der vielleicht auch mal ein Würmchen erwischen kann. Und es gibt die unglaublichsten Instrumente. Hier haben wir zum Beispiel einen Farbstoff auf die Muscheln aufgetragen und wollten sehen, ob die den aufnehmen und wenn die Muscheln größer werden, ob wir dann die kleinen Bakterien sehen können, die in den Muscheln drin sind. Das habe ich gebastelt aus dem Baumarkt, so ein paar PVC-Platten, Objektträger dazwischen geklemmt und ich wollte, dass sich die Bakterien auf meinen Objektträgern niederlassen und es hat sogar funktioniert. Ja, damit bin ich am Ende von meinem Vortrag. Wenn euch das Thema interessiert, dann bitte schaut euch die Leute vom Marum an, das ist gegenüber vom Max-Planck-Institut, die sind nämlich die mit den coolen Robotern. Schaut euch an, was die so treiben. Wenn euch interessiert, was ich treibe, ich habe mittlerweile eine Medienagentur für Wissenschaftskommunikation und ich danke euch allen fürs Zuhören und wünsche euch viel Spaß mit den anderen Slammern. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Dennis. Wir haben es noch nicht erwähnt fürs Publikum, aber die Slammer wissen Bescheid. Es gibt immer noch so ein paar Fragen hinterher, damit ihr auch die... Was? Ich wusste nichts. Du wusstest nichts? Eieiei. Ja, umso besser, dann ist das jetzt auch nicht geplant. Ja, schön. Ja, Dennis, du hast uns erzählt, dass du gerne boxst. Hat dir das schon mal geholfen, so die richtige Kajüte zu erwischen? Oh, das ist ein gutes Thema. Also der Platz ist auf so einem Forschungsschiff auch sehr eng. Also da sind ungefähr 60 Leute, davon sind 30 Wissenschaftler und die anderen 30, die kümmern sich darum, dass das Boot nicht untergeht. Und ich war da mit meinem Betreuer auf einer Kabine, die hat so 3 Quadratmeter. Ich weiß nicht, wenn ihr eure Doktorarbeit, Master- oder Bachelorarbeit schreibt und euch vorstellt, mit eurem Betreuer oder der Betreuerin 6 Wochen auf engstem Raum zu verbringen, ja, kann funktionieren, aber manche brechen vielleicht auch nachher einfach dann die Arbeit ab. Also es ist ein harter Kampf, ja. Ja, das glaube ich. Ja, und dann, du spielst auch gerne in einer Band. Und wir haben uns gefragt, was spielst du da so für Titel? So Yellow Submarine, How Deep Is Your Love? Oder
Was können wir uns da vorstellen? Auf jeden Fall. Die anderen zwei, mit denen ich in der Band spiele, die sind keine Wissenschaftler, das sind Lehrer. Ja? Das heißt, jetzt nichts gegen Lehrer, ne? Aber die haben es nicht so mit der Tiefsee und ich glaube, da wäre ich ein bisschen zu hoch, wenn ich jetzt die Songs dahin drehen könnte. Aber es ist ein guter Tipp, ich werde das mal vorschlagen, ja. Ja, mach das. Ja, Applaus für Dennis Fing. Dankeschön. Ja, meine Damen und Herren, hier wird jetzt ein bisschen umgebaut und ich habe gedacht, ich nutze mal kurz hier die Gelegenheit, ins Publikum zu gehen. Wer hat denn hier Chemie in der Oberstufe abgewählt? Das glaube ich jetzt ja nicht. Ach, da sehe ich schon jemanden, ja. Warum hast du Chemie abgewählt? Ich konnte nicht noch mehr Fächer wählen. Okay, aber du hättest es gern behalten? Eventuell. Was war so das abgefahrenste Experiment, was du vorher in Chemie gemacht hast? Ich kann mich nur an Knallgasprobe erinnern. Schon mal gut, schon mal gut. Ich gehe mal auf die andere Seite. Wer hat hier Chemie abgewählt in der Oberstufe? Keiner, das glaube ich nicht. Eben waren ganz viele Arme oben. Habt ihr jetzt alle Angst? Ja, also ich hatte Chemie in der Oberstufe. Ich kann mich auch an einige explosive Experimente erinnern. Wenn ihr jetzt leider nicht mitspielen wollt, dann muss ich der Amitab ein bisschen beeilen. Aber um den Amitab mal kurz einzuleiten, also der Amitab, ich bin mir sicher, der wird dafür sorgen, dass ihr das alle heute noch bereut, dass ihr Chemie abgewählt habt. Denn er ist wirklich ein Meister darin, der weiß genau, wie man pubertierende Schüler davon überzeugt, dass Chemie einfach fancy ist. Brauchst du noch ein paar Minuten, Amitab? Alles klar, der Amitab braucht noch ein paar Minuten. Ja, will uns nicht hier noch jemand erzählen, warum er Chemie behalten hat in der Oberstufe? Niemand? Schade. David, hattest du Chemie in der Oberstufe? Ich hatte Chemie nicht in der Oberstufe, nee, ich hatte Bio. Warum? Weil Bio viel interessanter ist als Chemie. Ich hör Buh-Rufe. War eine schlechte Idee, mich zu fragen wahrscheinlich dann. Ne? Ja. 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 Ich muss das Mikro anmachen. Komisch, ist das schon an? Ja, super. Also dann ein Riesenapplaus schon mal vorweg für Amitab Banerjee mit den OLEDs. Danke, danke. Können wir den Ton anmachen und das Licht aus? Genau, das wäre super. Ja, das funktioniert ja schon mal. Und dann schauen wir mal, ob das mit dem Klicker klappt. Ja, schönen guten Abend alle zusammen. Willkommen zu meinem Vortrag Fantastic Plastic, organische LEDs. Ich bin Chemiedidaktiker, dazu sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Worum geht es in meinem Vortrag? Fantastische Kunststoffe. Denn Kunststoffe können nicht nur das, was Sie eigentlich von Kunststoffen kennen, so die Aldi-Tüte zum Beispiel, sondern sie können auch was Besonderes. Sie können auch unter Umständen Strom leiten und Licht emittieren. Und das führt zu solchen Spaßanwendungen wie hier das T-Shirt. Es gibt aber auch durchaus ernsthafte Anwendungen. Der Bereich, der sich damit beschäftigt, ist die organische Elektronik. Warum organisch? Kunststoffe zählt man zur organischen Chemie. Ich glaube, hier muss ich das gar nicht erzählen groß. Kommen wir mal zu ernsten Anwendungen. Was kann man mit diesen OLEDs, die heißen dann organische LEDs, so alles anstellen. Also man kann natürlich solche Spaßprodukte machen, aber interessanter sind Produkte, die wir alle eigentlich in der Tasche haben. Und da zeige ich mal ein Beispiel. Das ist ein OLED-Display, also ein Kunststoffdisplay mit leitfähigen Kunststoffen, die Licht emittieren können. Und dieses Display ist nicht mehr zerbrechlich, weil wir haben keine starren Komponenten mehr, frei von Metall. Und wir haben hier quasi nur noch flexible Elemente. Das rollbare Display, was man ausrollen kann, keine Zukunftsvision mehr, mit OLEDs tatsächlich möglich. So, was mache ich nun? Ich bin ja Chemiedidaktiker und ich habe mir gesagt, es ist wichtig, solche tollen Anwendungen, wo die Chemie einen großen Beitrag leistet, auch Schülerinnen und Schüler zugänglich zu machen. Warum ist das wichtig? Nun, ich glaube, die Chemie hat oft so, sag ich mal, oder wird oft von vielen negativ assoziiert. Wenn ich auf einer Party bin und sage, ich bin Chemiker, dann heißt habe ich direkt abgewählt, ne? Oder
Oder sowas wie, ach, ey, kannst du eine Bombe bauen? Ja, ein bisschen Problematik, wenn man so aussieht wie ich, ne? Da muss man auch machen. So, ich sag dann, nein, aber ich kann was viel Cooleres. Ich kann dir erklären, wie dein Handy funktioniert. Und das, damit habe ich mich in meiner Doktorarbeit beschäftigt. Ich habe überlegt, wie kann man dieses innovative Thema an Schülerinnen und Schüler näher bringen, näher sozusagen herantragen. Und der Chemieunterricht, das weiß jeder, der macht am meisten Spaß, wenn es ein gutes Experiment gibt. Ne? Das heißt, meine Überlegung war, es muss doch möglich sein, so eine OLED vielleicht mit Schülerinnen und Schülern zu bauen. Und da habe ich eine Unterrichtsreihe entwickelt und die auch an Schulen und an der Uni ausprobiert. Und die Fragestellung, die wir nachgegangen sind, ist, wie funktioniert eigentlich mein Handy-Display? Und da machen wir Folgendes, wir sagen den Schülern, holt doch mal euer Display raus. Jeder hat ja so ein Ding in der Tasche und sagt, packt es mal unter das Mikroskop und schaut euch das mal bei 200- oder 300-facher Vergrößerung an. Machen wir das doch mal. Nehmen wir mal irgendeinen x-beliebigen Handyhersteller, Pineapple, und gucken wir uns mal ein Display an. Das sieht dann so aus. Dann gibt es da so Angaben wie 960 Pixel mal 640 Pixel. Was ist ein Pixel? Nun, dann sagen wir den Schülern, schaut euch doch mal das ein bisschen näher an. Geht mal näher ran. Vielleicht im Mikroskop noch näher, aha, und dann noch näher, ach, und dann sehen wir plötzlich, da sind nur so kleine rote, grüne und blaue Lämpchen, die nennt man Subpixel, und ein RGB, also so ein Triplett ergibt dann ein Pixel. Was wissen wir jetzt? Okay, so ein Handy-Display besteht anscheinend aus ganz vielen kleinen Leuchtpunkten. Dann sagen wir, stellen wir uns doch mal so einen Leuchtpunkt selber her. So ein komplettes Display herzustellen wird ein bisschen schwierig, ne, in so einem Handversuch, aber zumindest so eine LED können wir herstellen. Und dann stellen wir nicht nur irgendeine LED, bitte nicht die LEDs umschmeißen, okay, sondern wir machen eine OLED. Und damit habe ich mich beschäftigt, also ich habe hier so ein Experimentierset entwickelt, wie man so eine OLED selber bauen kann. Man braucht eigentlich recht simple Sachen, Batterien, Klemmen, das ist ein PC-Lüfter. Man braucht aber auch drei Komponenten, die man jetzt nicht im Baumarkt kriegt. Das ist ein spezielles Glas, der organische Halbleiter, das ist also unser Kunststoff, der hier gelöst ist, den braucht man auch. Und man braucht, ich weiß nicht, ob man das sieht, ein flüssiges Metalllegierung zur Kontaktierung. Der Versuch ist im Prinzip so einfach, dass ich mal versuchen möchte, live hier eine OLED zu bauen. Ich hoffe, das wird mir gelingen. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen was vorbereitet dafür. Und natürlich Schutzbrille nicht vergessen. Das Erste, sieht man ein bisschen schlecht. Ich gucke mal, ob ich das ein bisschen besser hinkriege. Ich glaube, jetzt sieht man es besser. Das hier ist dieses spezielle Glas, was ich gesagt habe. Warum ist es speziell? Normales Glas ist nicht leitfähig. Das ist ein leitfähiges Glas. Auf diesem leitfähigen Glas muss ich jetzt mein Polymer, hier das, was gelöst ist, auftragen. Das Problem ist, es darf nicht dicker als 150 Nanometer sein. Das ist verdammt dünn. Das kriege ich nur mit einer bestimmten Technik hin, die nennt sich Spin-Coating. Was macht man da? Ich tropfe also ein bisschen von der Lösung auf das Glas, rotiere das blitzschnell, die Lösung verteilt sich, hinterlässt den feinen Film, den ich brauche. Unglücklicherweise, diese Apparaturen kosten 3.000 bis 5.000 Euro. Und da habe ich gesagt, für die Schule ist das natürlich viel zu viel. Und da kam etwas ins Spiel, wo wir gesagt haben, das muss doch billiger gehen. Und tada! Irgendwas, was sich dreht und wo ich das Glas draufkleben kann. Na klar, ein billiger PC-Lüfter. Das ist mein Spin-Coater für etwa 3 Euro und statt 3.000. Ich klebe also mit doppelseitigem Klebeband mein Glas hier drauf und es rotiert schon mal. Hier habe ich eine 4,5 Volt Batterie. Da klemme ich das Ganze dran und dann geht es schon los. Damit es mir jetzt nicht gleich ins Gesicht spritzt, einfach hier, zack, eine abgeschnittene Plastikflasche drüber und fertig. So, was kommt jetzt? Jetzt brauche ich den organischen Halbleiter. So, den kriegen wir momentan, ich mache jetzt keine Werbung, ich mache ein bisschen Werbung, von Merck, die produzieren das und geben es uns für didaktische Anwendung zum halben Preis, was schon schön ist, weil sonst ist das Zeug nämlich relativ teuer. Aber so, man braucht auch nur ganz wenig davon, das ist das Schöne an der organischen Elektronik. Das heißt, ich nehme jetzt etwa 0,1 Milliliter, Zehntel von nur einem Milliliter, habe das jetzt in so eine Spritze aufgezogen und jetzt einfach mittig auf den Drehpunkt, ich muss jetzt kurz ins Bild gehen, zack, und dann muss ich kurz warten, 10 Sekunden, bis das Lösemittel verdampft ist und dann habe ich meine 150 Nanometer dünne Schicht. Okay, klemme ich die Batterie ab. Dankeschön. So, wie geht es jetzt weiter? Also, ich löse jetzt hier, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, ich habe hier einen Streifen mit Tesafilm vorher abgeklebt, einfach aus dem Grund, ich will nachher, wenn ich die OLED betreibe, die Batterie direkt an das Glas anklemmen und nicht auf die gelbe Schicht. Deswegen brauche ich jetzt sozusagen wie beim Tapezieren, damit ich die Steckdose nicht mit
anmalen, deswegen habe ich das vorher abgeklebt. So, wie geht es jetzt weiter? Jetzt fehlt nur noch die Gegenelektrode, sagen wir. Das bildet dieses Metall. Das Problem ist, dieses Metall ist immer flüssig. Das ist wichtig, damit der Kontakt sehr gut ist. Wenn ich flüssiges Metall hier auftropfe, übrigens keine Sorge, das ist kein Quecksilber, das ist ungiftig. Wenn ich das hier auftropfe, dann flutscht es mir direkt vom Glas. Da haben wir gedacht, okay, da brauche ich irgendeinen kleinen Trick. Und da haben wir das hier entwickelt. Das ist hier eine kleine Maske. Das ist nichts weiter als ein Objektträger, den ich halbiert habe. Dieses schwarze Streifen, das ist Fahrradschlauch, also alles Low Cost. Und das kupferfarbene hier, das Kupfer. So. Okay, aber gibt's auch bei Konrad für 80 Cent. Also alles sehr günstig. Jetzt nehme ich diese Spritze und erzeuge etwa 3 kleine Tropfen von dieser flüssigen Legierung, die übrigens sehr faszinierend ist, weil die immer flüssig bleibt. Das kennt man sonst eigentlich nur vom Löten vielleicht, aber da wird das Lötzinn ja auch direkt wieder fest. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. So. Ja. Okay, ich weiß nicht, ob man das sieht. So. Sieht man diese Tropfen da drauf? Ja. Ja, okay. Super, jetzt muss ich nur noch mein Glas umdrehen, weil die Schicht ist jetzt hier gewesen und jetzt hier drauf tun. Und jetzt hoffe ich, dass ich alles richtig gemacht habe. Man sieht, wie dieses Metall sich angeschmiegt hat an diese gelbe Schicht. Das ist wichtig, weil das ist der Kontakt, den ich brauche für die OLED. Und jetzt klammere ich hier einfach links und rechts einmal fest. Und jetzt kommt der Moment, wo wir schauen, ob alles geglückt ist, weil jetzt betreibe ich meine OLED. Dazu brauche ich eine Batterie. Ich nehme mir eine 9-Volt-Batterie, damit ich ordentlich Power habe, falls die OLED nicht so gut leuchtet. Und dann, weil das ist ein Experiment, kann immer schief gehen, ich klemme jetzt den Pluspol ans Glas. Wir erinnern uns, es ist ein leitfähiges Glas. Und den Minuspol halte ich jetzt nacheinander hier dran. Ich würde mal bitten, vielleicht die Strahler einmal auszumachen, komplett dunkel. So, dann schauen wir es uns mal an, wie, so, ob die OLED leuchtet. Dankeschön. Und jetzt können wir auch alle 3 zusammen zum Leuchten bringen und das sieht dann so aus. Ja? Okay, das heißt, die OLED funktioniert. Das Licht kann wieder an. Dankeschön. Ja, ich bin auch fast fertig. Ich will noch mal ganz kurz in die Theorie rein, weil das machen wir mit den Schülern auch. Ne? Erst der Spaß, dann fehlen wir die. So. Das heißt, wie funktioniert das eigentlich? Wir schauen uns mal die Theorie an. Wir brauchen konjugierte P-Elektronensysteme, wir brauchen ein Polymerrückgrat, wir brauchen eine Diode mit Halbleiterstruktur. Vergessen wir das mal für heute, ich mache es mal einfacher für euch. Ne? Also schauen wir es mal an. Was machen wir denn? Wie wollen wir Licht erzeugen aus Strom? Wir brauchen sogenannte Elektronen und Löcher und die müssen wir in einem Material zusammenführen. Die Altitude bringt es nicht. Warum nicht? Weil die Moleküle darin, Polymermoleküle, sind aufgebaut wie diese Kette von Mannequin. Jedes Männchen hält seine Nachbarn an beiden Armen fest. Was ist das Problem? Keine Hand mehr frei, um solche Ladungen weiterzuleiten. Aber das ist die Grundvoraussetzung. Wie geht es dann weiter? Zeit ist rum? Okay, Moment. Ne? Also, jetzt mal kurzes Meinungsbild. Wer möchte den Slam jetzt trotzdem zu Ende hören und das nicht in Wertung eingehen lassen? Dankeschön. Noch ein paar Minuten. Dankeschön. Ich beeile mich auch. So. Wie ist es bei diesen Halbleitern? Nun, da sind die Moleküle anders miteinander verknüpft und zwar so. Jedes Männchen hält den Nachbarn am Bein fest, ragt sein Bein hoch. Der Trick, ich habe jetzt noch einen Arm frei. Das ist das sogenannte PZ-Orbital und das hilft mir, die Ladungen zusammenzuführen und dann kriege ich Licht. Und dann, jetzt habe ich euch nochmal das Prinzip eines Displays versprochen. Was machen wir zum Schluss? Wir sagen den Schülern, komm, wir geben euch so einen Elektronikbaukasten, damit können wir Schaltungen machen. Hier ist ein Mikroprozessor drin, der steuert meine OLED, hier ist ein Mikrofon drin. Was kriegen wir? Das können die Schüler dann sehr schön... Danke. Ja, vielen Dank, Amitab. Gerne. Bevor du ganz abbaust, darf ich dir auch ein paar Fragen kurz stellen, ja? Genau. Also war ja wirklich faszinierend für alle, Danke. Die jetzt Kinder kriegen wollen. Besteht da irgendeine Möglichkeit, dass man deinen Versuch später also von seinen Kindern dann erzählt bekommt? Von den Kindern erzählt bekommt? Ja, die jetzt in die Schule gehen? Ja, also wir sind jetzt dabei, ein Kofferset zu erstellen,
wo wir alle Materialien sozusagen gebündelt in einen Koffer to go zusammenstellen. Und den wollen wir Lehrerinnen und Lehrern in die Hand geben, weil momentan sind die schon noch darauf angewiesen, zu uns nach Köln an die Uni zu kommen. Und da machen wir es mit den Schülern im Schülerlabor. Und dann haben wir die Möglichkeit, den Lehrern den Koffer zu geben und dass wir das sozusagen deutschlandweit auch zur Verfügung stellen können. Das ist so. Ja, das klingt schon gut. Ja. Ja, und dann noch kurz eine private Frage. Du bist DJ, hast du irgendeine bestimmte Musikrichtung? Ja, Bollywood? Nein. Nein, ich lege eigentlich gerne so querbeet auf, weil ich viel auch auf Hochzeiten aufgelegt habe. Mittlerweile bin ich das eigentlich. Nee. Weil ich viel auf Hochzeiten aufgelegt habe und da ist es sehr wichtig, dass man ein breites Publikum erreicht und deswegen lege ich eigentlich gerne so alles gemischt, bunte Mischung. Das klingt doch schon mal gut. Vielleicht kannst du dich dann nachher noch mit dem Dennis mal kurz absprechen. Vielleicht heiratet könnt ihr da so. Okay. Nee, der heiratet nicht, aber der macht ja Musik, du machst Musik und vielleicht könnt ihr dann so eine Cooperation machen. Ja, machen wir. Sehr gut. Dankeschön. Gerne. Ja, meine Damen und Herren. Beim nächsten Slammer muss ich sagen, der macht mir ein bisschen Kopfschmerzen, seit ich weiß, dass das Ganze hier aufgezeichnet wird. Ich hoffe, dass Donald Trump das nicht irgendwann auf YouTube sieht, denn es geht, gelinde gesagt, um die Weltherrschaft. Das heißt, College-Blöcke raus, ihr könnt jetzt alle mitschreiben. Für alle, die an Weltherrschaft kein Interesse haben, es geht auch um Sex. Ist die Begeisterung schon größer, wie ich sehe. Ich bitte um einen Riesenapplaus für Ronald Jäpel mit seinem Vortrag Dasselbe wie jeden Abend, Biotech mit Pinky und Brain. Sollte passen. So, ich klicke auch, das heißt, ich werde versuchen, mich möglichst wenig zu bewegen. Ich muss gerade noch mal sagen, beeindruckender Vortrag. Hammer, hat mir sehr gefallen mit der Live-Demo. Vielleicht habe ich das Mikro beim Tanzen. Könnte sein. Sollte. Hallo? Okay, Handmikro. Geht's jetzt? Hallo? Test, Test. Es klackert nicht mehr. Applaus für die Technik! So. Genau, ich glaube, ich bin, auch wenn ich nicht so aussehe, heute einer der Jüngsten hier. Ich bin noch im Master und ich komme also ursprünglich so eher aus der Theaterregion und naja, Monologe finde ich langweilig, Dialoge sind ein bisschen ausgelutscht, deswegen gibt es heute einen Trialog. Aber keine Sorge, ich mache das alleine. Genau, ich erzähle euch heute eine Geschichte. Die Geschichte spielt vor einer langen Zeit. Ist aber nicht ganz jugendfrei, deswegen müssen wir vorher einen kurzen Alterstest machen. Wer von euch ist denn alt genug, um diese Serie zu kennen? Klick nicht, dann muss ich doch den hier nehmen. Diese Serie. Einmal Show of Hands, bitte. Wunderbar. Für die, die sie nicht kennen, haltet euch einfach an eure Nachbarn, die erklären euch dann die versauten Stellen. Das sind Pinky und Brain. Brain ist der verrückte Wissenschaftler, der wie jeder gute Wissenschaftler versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Und das ist Pinky, der ist... Pinky. Der ist einfach nur verrückt. Es gibt Theorien, dass er eigentlich das Genie ist, aber das für wann anders. Genau. Pinky wurde nach dem englischen kleinen Finger benannt. Der heißt im amerikanischen Englisch Pinky. Unglaublich kreativ, die Amis, ne? Fangen wir an mit der Geschichte. Es war einmal südlich der Grasplantagen von Mittelerde. Ich arbeitete an meiner Bachelorarbeit und da arbeitete ich mit radioaktiven E. coli's. Die sind richtig giftig, die sind doppelgiftig, E. coli und radioaktiv. Deswegen muss man die mit so einer großen Sicherheitsspritze pipettieren. Radioaktive E. coli's, nicht stechen. Radioaktive E. coli's, ich frage mich, ob die im Dunkeln leuchten würden. Klick. Nicht stechen, zu dem Zeitpunkt guckt mein Betreuer schon komisch. Ich frage mich, ob Marie Curie, die Entdeckerin der Radioaktivität, damals im Dunkeln geleuchtet hat. Das muss bestimmt ganz schön awesome gewesen. Ah! Boah, gestochen. Ah. Aber hey, wenn Spider-Man von einer radioaktiven Spinne und ich gerade von radioaktiven E. coli's gebissen wurde, vielleicht werde ich jetzt zum Superheld. Nee, nur zum Supersklaven. Sklaven?
Ja, du willst doch schließlich noch einen Doktor danach ranhängen. Ja, wohl wahr. Mein kleiner Finger redet also mit mir. Brain, was machen wir denn heute Abend? Und mein Gehirn antwortet, ohne dass ich irgendetwas dagegen tun kann. Dasselbe, was wir jeden Abend machen, Pinky. Wir versuchen, die Weltherrschaft an uns zu reißen. Aha, mu, mu, mu. Sehr witzig, Frau Müller. Ihr seid Mikroorganismen. Das ist ein bisschen größenwahnsinnig, findet ihr nicht? Ihr seid winzig klein, ihr seid verschwindend gering, ihr seid so klein wie die Chancen, dass ein Aachener Maschinenbauer eine Frau abkriegt. Noch kleiner. Also, ich komme aus Aachen, deswegen mache ich gerne Witze über uns. Ungefähr so klein wie die Chancen, dass Donald Trump ein guter Präsident wird. Okay, ein bisschen größer. Ihr seid im Vergleich zu einem menschlichen Haar 100-mal-100-fach kleiner. Ihr besteht aus einer Zellhülle, Bauplan, wie man so eine Zelle herstellt, eine Klonmaschine, damit man Zellen herstellen kann. Und das war's. Ihr habt keinen Mund, keine Augen, nicht so wie Hab gebildet, das ist nur für euch hier. Ihr könntet, selbst wenn ihr einen Weltherrschaftsplan hättet, ihn nicht untereinander weitersagen. Oh, da unterschätzt du uns aber. Dafür haben wir horizontalen Gentransfer. Horizontalen was? Kein Wunder, dass du davon nichts verstehst. Ach, na und so, ne? Horizontalen Gentransfer. Wenn, also so eine Zelle kann nicht nur ihren Hauptbauplan haben, sondern noch einen Zusatzbauplan. Wie so ein Spickzettel zum Lehrbuch. Das ist in sich geschlossene kreisförmige DNA. Da stehen Zusatzinformationen drauf, wie zum Beispiel Antibiotikaresistenzen, Plan für die Ergreifung der Weltherrschaft, Pegida war doch rechtsradikal. Oder wie gebe ich dieses Plasmid weiter? Genau, dafür werden von dem Plasmid kleine blaue Proteine hergestellt, sowie die Enzyme, die wir heute Morgen schon, vorhin schon gesehen haben. Die lagern sich an die Zellwand an, drücken die nach außen und bilden damit ein Pili. Pili. Mit diesem Pili treten die beiden Zellen miteinander in Verbindung. Dann kommt der horizontale Gentransfer. Man nimmt das Plasmid, schneidet das auf der einen Hälfte ein, da auf dem äußeren Ring und dem inneren Ring dieselbe Information steht, kann man den äußeren Ring in die nächste Zelle schieben, beide vervollständigen die fehlende Hälfte und fertig ist der horizontale Gentransfer. Genau, damit du dir das auch merken kannst. Rundes Ding auspacken, abrollen, reinstecken und fertig. Genau. Nur das sollte danach nicht bei dir passieren. Oh hey, Thailand. Ja, also das ist jetzt leider nicht wirklich bedrohlich, nur ein bisschen awkward, was ihr da macht. Wo kommt da jetzt irgendwie eine Bedrohung mit rein? Oh, das wird ganz schön bedrohlich, wenn dir klar wird, dass wir damit eben Antibiotikaresistenzen weitergeben können. Genau, damit spiele ich mein Lieblingsspiel, Antibiotika-Kegeln. Das funktioniert so. Wenn du so eine durchschnittliche Infektion hast, dann ist vielleicht eine von 10.000 Zellen mit einem Plasmid ausgestattet, dass es Antibiotika widerstandsfähiger macht. Wenn du dann sofort Panik kriegst und zum Arzt rennst und Antibiotika nimmst, dann sterben die anderen zuerst weg. Wenn du das Antibiotika so lange nimmst, wie der Arzt es dir sagt, dann besteht die Chance, dass unsere kleine Susi hier unten auch stirbt. Einsam, allein, so wie bei Donald Trump im Kopf. Aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen die am Leben halten. Die ist ja stärker als die anderen. Das heißt, wir hören einfach auf, das Antibiotikum zu nehmen, sobald die Symptome weg sind. Kein Kratzen im Hals, so eine Zelle merkt man kaum. Dann hat unsere Susi den ganzen Körper frei, sich voll fortzupflanzen. Dann hast du ein resistentes, wohlgezüchtetes Haustier, das hält ein Leben lang. Oder zwei Wochen, was von immer beiden kürzer ist. Genau. Damit kriegen wir dann ganz viele Resistenzen verbreitet. Damit spiele ich dann mein Lieblingsspiel, nämlich Antibiotika-Pokémon. Gotta catch them all! Wenn wir zwei Zellen mit verschiedenen Resistenzen haben, mit verschiedenen Plasmiden, die machen horizontalen Gentransfer, dann können sich die Plasmide kombinieren, wir kriegen multiresistente Keime und die kriegt ihr dann gar nicht mehr los. Okay, ich sehe, ihr wollt uns Menschen also ausrotten. Aber ihr wisst schon, mit wem ihr hier redet. Menschen, Kings of Ausrotting. Kein guter Bandname. Ihr könnt uns nicht toppen. Ach Quatsch, wir wollen euch auch gar nicht ausrotten. Wir wollen euch lieber beherrschen. Ihr Menschen seid viel zu nützliche kleine Haustiere. Haustiere? Aber wie wollt ihr uns beherrschen? Dafür braucht ihr immer noch irgendwo einen Machtweg. Genau, Macht kriegen wir über Geld. Und Geld kriegen wir über Diesel. Diesel? Genau, dafür haben wir unsere Verbündeten, die Mikroalgen. Eine Mikroalge? Das ist das süßeste Lebewesen, was ich kenne, denn es macht aus Sonnenlicht und CO2 Zucker. Den Zucker isst es dann. Genau, das sind unsere Sugar Daddies. Aus dem Zucker macht es Fett und das lagert es ein, denn daraus bestehen Mikroalgen, Fett und Zucker und Sonnenlicht. Genau, das sind unsere amerikanischen Sugar Daddies.
Wie wollt ihr aus diesen süßen Mauerblümchen irgendwas Böses machen? Das ist ganz einfach. Dafür bringen wir ein Plasmid rein. Plasmide, roter Faden, Vortrag, ihr wisst schon. Damit kriegen wir ein Enzym rein, was Fettsäure spaltet. In Kohlenwasserstoffketten und CO2. Kohlenwasserstoffketten sind dann der gefragteste Import von Deutschland. Döner? Nein, Pinky, Diesel. Kohlenwasserstoffketten kann man in den Tank füllen, damit kann man Auto fahren. Das machen die Deutschen so gerne. Damit kriegen wir mehr CO2, mehr Zucker, mehr Fett und ganz viel Geld. Mit dem Geld kriegen wir uns in jede Wirtschaft eingekauft. Cleverer Plan. Fehlt euch nur noch die Politik. Genau. Dafür haben wir einen zweiten Plan. Wir können verschiedene Enzyme ausnocken. Dadurch zwingen wir die Zelle, andere Stoffwechselwege zu nutzen, um sich ernähren zu können. Die Zwischenprodukte, die dabei entstehen, können wir über Plasmide weiterverarbeiten. Dabei entsteht diese Schönheit. Wer jetzt die Hand hebt, Dankeschön. Und mir sagt, was das ist, der kriegt gleich einen Drink ausgegeben. Das ist bestimmt ein sehr interessanter Gesprächspartner, denn das ist Morphium. Morphium können wir schon in Zellen produzieren. An Koks arbeiten wir noch. Mit nichts kauft man so gut Politiker wie mit Koks ein. Und bevor ihr es merkt, wird die Welt von Einzellern beherrscht. Ja. Gut, lassen wir Pinky und Brain mal mit ihren Illusionen, dass das noch nicht so ist, und fassen kurz zusammen, was ich euch heute erzählt habe. Erstens, Mikroorganismen können Sex haben. Das klingt vielleicht irrelevant, ist aber irre relevant. Denn dadurch entstehen eben diese Resistenzen. Ansonsten, und verbreiten sich auch. Sie haben jetzt vor zwei Wochen bis einen Monat eine neue Resistenz gegen die Last Resort Antibiotika in Japan gefunden, haben gemerkt, oh scheiße, wir haben hier ein Problem, lass mal schauen, ob wir diese Sequenz irgendwo anders finden. Schwuppdiwupsi ist auch schon in Deutschland, wurde bisher nur noch nicht bemerkt. Ist ein immer größer wachsendes Problem, deswegen kümmere ich mich in meiner Forschung um Antibiotikaproduktion und Vorhersage von Resistenzen. Genau, das zweite ist, wenn du Drogenlord sein willst, werd Mikroorganismus. Die kommen unglaublich leicht an Sprit und Drogen. Und das dritte ist, wenn ihr keinen Besuch von Susi bekommen wollt, nehmt nicht sofort Antibiotika. Dadurch könnt ihr das ganze blöde Selektionieren einfach weglassen und alle Organismen sterben gleich schnell. Oder wenn ihr Antibiotika nehmt oder allgemein Medikamente, nehmt sie bitte so lange, wie der Arzt es euch sagt. Ich weiß, es ist ab und zu schwer, Medizinern zu vertrauen. Tut es. Sie haben ihren Titel definitiv verdient. Und euer Vertrauen auch. Und das Letzte ist, wenn ihr im Krankenhaus seid, wascht euch bitte die Hände, auch tagsüber nach Bussen, wascht euch die Hände. Wenn ihr Medizin Erstis seid, zieht bitte den Kittel aus, bevor ihr in die Mensa geht. Das war mein Vortrag. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank. Wenn ich mir das jetzt so anhöre, die Frage, die ich mir gerade gestellt habe, hast du in deinem Kofferraum schon irgendwie ein kleines Zellkulturlabor? Nicht in meinem Kofferraum. Am Fahrrad? Ja. Das heißt, du hast ein biodieselgetriebenes Fahrrad, also quasi ein kleiner Traktor? Nee, eher so ein speedbetriebenes Fahrrad, also das produziert dann und das treibt dann mich an. Und also, ach, ja, gib mir mal deine Nummer nachher. Zweite Frage, du hast vorhin erzählt, dein Hobby sind trashige B-Movies. Oh Gott. Den Eingangsfilm hier. Zu wenig Blut oder ist das schon trashig genug? Nee, der war deutlich besser als das, was wir so trashig produzieren. Ja. Fand ich sehr witzig, fand ich sehr gut. Dankeschön dafür. Gut, nochmal ein Applaus für Roland Jäpel. So, die nächste Slammerin macht sich bereit. Aha. Mit dem nächsten Vortrag, mit dem Titel, hatte ich am Anfang einige Probleme. Wenn Sie sich das mal anschauen, Erbsen-Hirn-Paralleluniversumsforschung. Konnte ich mir erstmal nichts drunter vorstellen. Ich meine, Erbsen kennen Sie alle, das ist ja quasi die Sättigungsbeilage unter den Gemüsen. Hirn haben wir hoffentlich alle parallel, zwei Geraden liegen in einer Ebene, kreuzen sich niemals parallel, alles klar. Universum, das um uns rum, Forschung, das, was wir jeden Tag machen, macht immer noch keinen Sinn. Als ich dann so eine halbe Stunde auf den Titel gestarrt habe, fiel mir was auf. Das Ganze ist quasi ein Gedicht, ein Rätsel, ein Vers sozusagen, wie man da oben sehen kann, Vers. Und zwar ein Vers ums Forschen.
Und wenn wir ganz vorne anfangen, dann sehen wir als erstes das Wort Erb von Erben und das Wort Zen. Wie Sie bestimmt alle wissen, Zen ein Hundertstel einer typischen oder vieler typischer asiatischer Währungseinheiten. Das heißt, die junge Frau hat wahrscheinlich wenig zu erben und das hat sie erkannt, deswegen Hirn. Folglich ging sie an die Uni und es fehlen nur noch Para und Lel. Und da kommen wir jetzt zum Kern der Sache. Para ist ein Fluss in Suriname, einem mir bis dahin unbekannten Land in Südamerika. Das heißt, ein Interesse für Südamerika. Und Lel lässt eigentlich nur auf Christian Lel, den Münchner Fußballspieler, schließen, wobei ich keine Ahnung habe, wie der in dieses Konstrukt reinpassen soll. Aber nach reiflicher Überlegung kam ich zu dem Schluss, es kann nur um eins gehen, Ameisenbären. Ein Tosenapplaus für Lydia Möcklinghoff. Hallo. Ja, ich lasse tatsächlich meine Forschung immer unter Erbsenhirn-Paralleluniversumsforschung laufen, denn tatsächlich ist der große Ameisenbär nicht unbedingt die hellste Kerze auf der Torte und schlittert immer so leicht an unserer Realität vorbei. Jetzt bin ich aber vielleicht so ein bisschen mit der Tür ins Haus gefallen. Ameisenbär, weiß nicht, ich sehe so ein paar ratlose Gesichter. Hier vorne wird sich schon gefreut. Vielleicht denkt ihr an die blaue Elise vom Paulchen Panther. Genau, das immer, wenn ich sage, ich erforsche Ameisen. Oh ja, die blaue Elise. Ich will jetzt aber die Produktenttäuschung direkt vorwegnehmen. Die blaue Elise ist kein Ameisenbär. Das Ganze ist ein Übersetzungsfehler. Der Comic heißt nämlich im Original The Ant and the Artwalk. Artwalks sind Erdferkel, die leben in Afrika, fressen zwar auch Ameisenbären, Ameisen sind aber ansonsten weder verwandt noch verschwägert mit unserem Freund, dem Ameisenbären. So, große Enttäuschung, alle haben schon überhaupt keinen Bock mehr. Ich hoffe aber, ich kann euch binnen Sekunden davon überzeugen, dass auch der große Ameisenbär ein super Typ ist. Gucken wir ihn uns erstmal an. So, das ist so ein großer Ameisenbär, so ein wandelnder Staubwedel im Prinzip. Die Ameisenbären fressen tatsächlich Ameisen, Riesenüberraschung, und Termiten. Ansonsten sind es Einzelgänger, sie sehen und hören sehr schlecht. Das ist gut für die Forscherin, man kann sich gut ranpirschen, denn der Ameisenbär kriegt eigentlich überhaupt nicht mit, was los ist. Der hier fragt sich gerade so, was ist hier eigentlich los? Steht direkt vor mir. Wenn er doch was mitbekommt, zeigt er sich immer von der Seite, denn dann sieht der Ameisenbär riesengroß aus. Und ein möglicher Feind merkt nicht, dass er von vorne eigentlich so aussieht wie ein zweidimensionaler Pappaufsteller, der beim nächsten Windstoß irgendwie umkippt. Weiterer Funfact zum Ameisenbären. Also wer jetzt hier bei dem Bild nicht sehen kann, wie viele Tiere abgebildet sind und wo eigentlich vorne und hinten ist. Ihr seid nicht alleine, das ist ganz normal. Vorne, hinten und dann der zweite Ameisenbär, der sitzt hier oben drauf. Denn Ameisenbären-Mamas tragen ihre Babys bis zu 9 Monate auf dem Rücken. Mega niedlich, sehen so ein bisschen aus wie ein Flaschenkürbis. Ja, ansonsten lässt diese Flaschenkürbisform des Schädels es schon vermuten, in so einer Kopfform ist nicht viel Platz für Hirn. Ich sage deswegen immer Erbsenhirne, das ist so ein bisschen gemein, denn immerhin so ein Gehirn ist walnussgroß. Trotzdem ist da nicht so richtig viel drin los, was zur Folge hat, dass der Ameisenbär sich immer nur auf eine Sache konzentrieren kann. In diesem Film sieht man, wie er badet. Er bekommt überhaupt nicht mit, dass da gerade so ein Schwein steht, dass ich denke, was ist das hier eigentlich? Also Ameisenbären sind Monotasker, also die Männer hier unter euch wissen vielleicht, können sich da vielleicht ein bisschen besser reinversetzen. Was man allerdings auch sehen kann, ist, dass der Forscher sich mit der Zeit an das Forschungsobjekt anpasst. Ich stand nämlich auch da, war so total darin vertieft, dass der Ameisenbär hier ja gerade so mega süß badet und habe das Schwein echt auch übersehen. Und so Schweine sind nämlich sehr gefährlich. Das fällt mir in dem Moment auf, wo die Kamera anfängt zu zittern. Also mit Schweinen passieren die meisten Unfälle bei uns im Pantanal und man sollte auf Abstand gehen. Da war es jetzt zu spät, da stand ich schon direkt daneben. Was macht man? Man filmt weiter den badenden Ameisenbären, während einem mal schön der Arsch auf Grundeis geht. Und das sind so Momente, wo man wirklich merkt, dass Tropenforschung nicht immer... Ja, das sind die Schweine, die gerade kämpfen daneben mir. Schön. Und dann auch relativ knapp an mir vorbei rennen. Also genau, in dem Moment habe ich mich auf den Boden geschmissen.
Aber überlebt, immerhin. Also nicht immer nur Kaipi saufen an der Copacabana. So, der Ameisenbär hat genau das gleiche Problem. Der Ameisenbär, wenn er frisst, hat ein riesiges Ameisen im Kopf, konzentriert sich also nur darauf. Das ist natürlich schlecht, denn dieser Kerl hampelt auch bei uns rum. Das Foto ist aus dem Studiengebiet. Es gibt Jaguare, Jaguare fressen Ameisenbären. Foto aus einer, von einer Kamera verloren. Das ist natürlich sehr traurig an dieser Stelle. Aber der Ameisenbär hat Glück, der Ameisenbär schmeckt nämlich scheiße. Also tatsächlich, also jetzt weiß man nicht, was so ein Jaguar lecker findet, aber es ist halt haarig und mager und eigentlich fressen Jaguare nicht so oft Ameisenbären. Viel öfters werden Ameisenbären überfahren. Ich meine, so ein Erbsenhirn bekommt halt erst mit, wenn ein Auto kommt, wenn der Geist schon über der platten Leiche schwebt. Deswegen werden die halt ständig überfahren und außerdem leiden sie sehr unter Landzerstörung. Also ein Ameisenbär braucht halt Wald und wenn es dann so aussieht, dann gibt es vielleicht hier noch Ameisenbären, aber im Rest auch nicht mehr. Was zur Folge hat, dass der Ameisenbär schwer am Aussterben ist. In Uruguay und Nordargentinien ist er zum Beispiel schon ausgestorben. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, mein Gott, also Uruguay liegt jetzt nicht unbedingt in Trümmern, weil es jetzt keine Ameisenbären mehr gibt. Also warum muss man die überhaupt erforschen oder warum braucht man denn überhaupt Ameisenbären? Ja, zum einen braucht man Ameisenbären, denn sie fressen tatsächlich Ameisen. Riesenüberraschung und das bis zu 30.000 pro Tag, also ein Tier. Ameisen und auch Termiten, das ist ja im Prinzip das Gleiche, mal ganz unzoologisch ausgedrückt. Das heißt, sie spielen eine wichtige Rolle im Ökosystem. Zum anderen, die Ameisen lecken sie mit ihrer sehr langen, wurmförmigen Zunge auf. Die ist so 60 Zentimeter lang, das sieht dann so aus. Meine fancy 3D-Animation. Dann geht der Ameisenbär mit seiner Zunge in die Gänge und die Ameisen bleiben an dieser klebrigen Zunge, an der Spucke im Prinzip pappen. Ja. Der Ameisenbär ist aber auch ansonsten wichtig. Also nicht nur als lebender Insektenvernichter, sondern der Ameisenbär ist eine Schirmart für die südamerikanische Natur. Eine Schirmart ist in Deutschland zum Beispiel der Igel. Den Igel finden alle super knuddelig. Also kann man den Leuten sagen, hier macht doch mal einen Laubhaufen bei euch im Garten und dann schützt ihr den Igel. Also machen alle schön Laubhaufen im Garten und schützen damit aber auch Würmer, Mäuse, Spinnen und andere Tiere, die jetzt nicht so die Riesenlobby haben. Genau so ist es beim Ameisenbären. Der Ameisenbär ist sehr beliebt in Brasilien, also kann man den Leuten sagen, hier macht doch mal das und das mit eurem Land und dann schützt ihr den Ameisenbären. Und mit dem Ameisenbären schützt man zum Beispiel auch Spinnen, die auch nicht so beliebt sind und vielleicht auch der Jaguar, der auch nicht so beliebt in Brasilien ist. Problem. Man weiß nicht, was das und das ist. Es gibt gar keine Forschung oder so gut wie gar keine Forschung über den Ameisenbären. Man weiß überhaupt nicht, was der Ameisenbär zum Überleben braucht. Also fahre ich da mal hin. Ich forsche in Brasilien im Pantanal. Das Pantanal ist ein großes Feuchtgebiet an der Grenze nach Paraguay und Bolivien. So ein großes Mosaik aus Wäldern, offenen Seen, offenen Schwemmflächen und durch diese Vielzahl an Lebensräumen, die man hier sieht, also das Pantanal wird auch einmal im Jahr überschwemmt, jetzt gerade braucht man, glaube ich, 9 Stunden von der Stadt, um hinzukommen. Und weil es so viele Lebensräume sind, gibt es dort auch sehr viele Tiere, also sehr viele Säugetiere, aber auch viele Vögel. Also zum Beispiel gibt es im Pantanal 5 auf 100 Quadratkilometern in meinem Studiengebiet über 500 Vogelarten. In ganz Deutschland sind es inklusive Wattenmeer und Alpen, mal wenn man nett ist 700. Ja, diese große Vielfalt kann erhalten bleiben mit der traditionellen Form der Rinderzucht, die seit Jahrhunderten im Pantanal angewandt wird. Da kann man so schicke Cowboys sehen wie aus den 60er-Jahre-Western. Und für diese traditionelle Form der Rinderzucht wird kein Wald abgeholzt, sondern nur diese natürlichen Schwemmflächen verwendet. Leider ändert sich das in den letzten Jahren. Es sieht immer mehr so aus. Holzkohleunternehmen machen die Wälder platt und dann bleibt nur noch sowas übrig. Und was das mit den Tieren macht, das versuche ich rauszufinden. Dafür arbeite ich mit Kamerafallen. Kamerafallen sind so kleine Kästchen, die automatisch auslösen, wenn sie Körperwärme und Bewegung registrieren. Also sie machen ein Foto von allen Tieren, die vorbeilaufen. Und so kann man eben in allen Lebensräumen sehen, wer wo lebt und zum Beispiel in genutzten Flächen sehen, wer wo nicht mehr lebt. Und ich hänge die Kamerafallen überall auf. Das ist ein bisschen aufwendig im Feuchtgebiet, weil es schwer von A nach B zu kommen.
Und besonders interessiert mich dabei eben der Ameisenbär. Das heißt, wenn ich Ameisenbären sehe, mache ich ein Foto von denen. Denn das Erste, was ich herausgefunden habe, war, dass man Ameisenbären anhand ihrer Fellzeichnung unterscheiden kann. Dieser hier hat so einen schwarzen Punkt auf dem Vorderbein. Und dann weiß ich, das ist Günther. Und so habe ich eben mittlerweile Fotoregister von allen Ameisenbären auf der Fläche und kann schon seit über Jahren sagen, wer wo wohnt, wer mit wem in einer Nachbarschaft wohnt. Die erste Studie, die überhaupt länger als ein Jahr geht. Dann kann man sagen, super, dann kann ich ja jetzt nach Hause fahren und meine Doktorarbeit schreiben und dann sieht man sowas. Kann einem keiner sagen, warum diese Kratzspuren an den Bäumen sind, auch nicht die Cowboys, die wissen sonst immer alles besser. Also stelle ich meine Kamerafalle davor. Gut, Puma, hätte man sich jetzt denken können, dass Katzen da vielleicht dran kratzen. Die große Überraschung kommt aber dann nach einer Weile. Kamerafallen können auch filmen. Und so hat die Kamerafalle diesen Film aufgenommen. Ein Ameisenbär, der am Baum hochklettert, das war so gar nicht bekannt. Und tatsächlich nimmt diese Kamerafalle das nicht nur einmal auf, sondern auch an unterschiedlichsten Stellen, die unterschiedlichsten Bären alle klettern, kratzen, machen und tun. Jetzt fragt man sich natürlich komisch, was ist das für ein Verhalten, völlig unbekannt. Guckt sich andere Tierarten an und lernt, dass auch Einzelgänger miteinander kommunizieren müssen. Denn natürlich, wenn jeder nur alleine in der Gegend rumrennt, dann könnte es zum Beispiel nicht zur Reproduktion kommen. Ich bin sofort fertig, noch zwei Folien. Könnte es überhaupt nicht zur Reproduktion kommen? Man muss sich ja irgendwie mit einem Partner verabreden oder man muss in seinem Viertel, in dem man wohnt, eben sagen, hier, ich bin der Stärkste, ich kletter am höchsten, falls wir uns treffen, kennst du meinen Geruch und du rennst mal schön weg, ich kann bleiben. Ja, soweit, so gut. Im Juni fahre ich wieder ins Pantanal, dann mache ich was sehr Tolles dafür. Darauf habe ich in elf Jahren der Ameisenbärenforschung gespart. Dann legen wir den Ameisenbären Sendehalsbänder an, die zeichnen ein Jahr auf, wo sich ein Ameisenbär bewegt. Das sind ganz, ganz wichtige Daten für den Schutz des Ameisenbären, um eben Schutzkonzepte machen zu können, weil man dann sehr genau weiß, was der Ameisenbär braucht und was er nicht braucht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für den schönen Vortrag. Gerne. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, woher weißt du, wie Ameisenbär schmeckt? Also ich selbst habe natürlich keinen Ameisenbären probiert. Okay. Tatsächlich haben Bekannte von mir, aber in so einem Busch-Restaurant, wo es halt alles gibt, also geil finde ich es nicht, aber die haben es halt probiert und es schmeckt tatsächlich super bitter. Aber weißt du, woher das kommt? Ja, von den Ameisen? Ich meine, die fressen halt tatsächlich nur Ameisen, vielleicht daher. Also das ist vielleicht echt die Ernährung. Und die machen wahrscheinlich auch nicht viel anderes, außer wir haben gesehen, sie baden und 30.000 Ameisen am Tag, hast du gesagt? 30.000 Ameisen am Tag, tatsächlich ist es so, wenn man einen Ameisenbär beobachtet, so ein bisschen wie eine Kuh beim Grasen. Also der hält dann immer an und ja, also viel mehr macht er nicht. Beim Baden ist immer sehr schön zu sehen, da breitet der Ameisenbär vor sich seinen Schwanz aus und kämmt ihn gewissenhaft. Das ist ein wichtiges Ding bei der Ameisenbären-Beauty, das ist sehr lustig. Sehr schön. Ja, nochmal ein Applaus für Lydia Möcklinger. Dankeschön. So, und wir bleiben bei den Teilnehmerinnen und wir bleiben in der Biologie. Und da habe ich ein kleines Experiment für Sie vorbereitet. Alle, die mitmachen möchten, nehmen Sie doch bitte mal Ihren rechten Zeigefinger und halten ihn vor sich in die Luft. Ja, ein bisschen Forschergeist hier. Jetzt nehmen Sie den rechten Zeigefinger und stecken Sie ihn in den Mund. Ja, da sind jetzt ein paar raus, aber ja. Jetzt können Sie den Zeigefinger wieder aus dem Mund rausnehmen. Alles klar. Können auch die Hand wieder runternehmen. Letzte Aufgabe. Überlegen Sie sich mal, wie viele Türgriffe, Bänke und sonst was Sie hier bisher angepackt haben. Jetzt sehe ich ein paar angewiderte Gesichter. Manche unter Ihnen denken sich aber, das ist ja gar kein Problem, ich habe ja ein Immunsystem. Und was Ihr Immunsystem alles kann und wie das funktioniert, das wird euch jetzt unsere nächste Slammerin vortragen. Einen großen Applaus für Elisabeth Metkel. Ja, hallo, danke für die schöne Einleitung. Und auch vielen Dank für alle vor mir Slammenden, das war echt sehr beeindruckend. Für mich ist es heute eine Premiere, ich habe sowas noch nie gemacht und ich bin auch, ja, danke schön. Und ich bin auch die Nummer 7, also erst vor 2 Wochen dazugerutscht, nur um mal jetzt ein bisschen Sympathie schon herzustellen. Genau, ich bin Immunologin von Hause aus, gerade frisch promoviert, also ihr könnt mich auch Dr. Ellie nennen, wenn ihr wollt. Und ich werde euch ein bisschen was heute über das Immunsystem erzählen.
Und wir haben ja schon eine schöne Einleitung gehört. Ich weiß nicht, ob ihr das alle kennt. Es gab mal lange Zeit so eine Regel, dass pro einer Körperzelle 10 Bakterien in uns vorhanden sind. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen ekelerregend, wenn man denkt, so eigentlich besteht man mehr aus Bakterien als aus allen anderen. Und das ist so ein Urban Myth allerdings. Denn 2015, also letztes Jahr, kam eine Publikation raus, die haben das nochmal neu durchgerechnet. Da ging es um Varianzen im Volumen im Darm, die jetzt geändert worden sind. Und Gott sei Dank hat sich herausgestellt, dass pro einer Körperzelle nur ein Bakterium auf uns kommt. Aber das zeigt schon mal, wie sehr wir eigentlich besiedelt sind von Bakterien von innen heraus. Das heißt, das Immunsystem muss auch ständig schauen, was ist eigen, was ist fremd an Bakterien. Und das ist natürlich immer noch relativ eklig, wenn man sich überlegt, eigentlich so 1:1 mehr Bakterien als alles andere. Und wenn man das jetzt auch noch mal ein bisschen weiter denkt, wo setzt man, ja, das habe ich jetzt natürlich schon verraten, aber wo setzt man denn die meisten Bakterien ab? Das ist natürlich beim Stuhlgang. Und wenn man jetzt noch mal weiter denkt, dann kann man ganz galant sozusagen ein bisschen menschlicher werden, wenn man dieses Verhältnis einfach verschiebt und auf Klo geht. Also einfach mal kacken und wir sind wieder mehr Mensch als Bakterium. Ganz einfach. Das heißt, wir können schon mal festhalten, wir sind 1:1, das heißt, wir haben relativ viele Bakterien in uns, aber wie wir gerade schon eben sehr nett von David gehört haben, auch überall in unserer Umgebung im Alltag sind immer Bakterien vorhanden, natürlich auch Pilz und Viren, die lassen wir mal jetzt beiseite, Bakterien sind irgendwie einfacher, da kommt ihr mehr mit klar, würde ich denken. Und deswegen wollte ich jetzt noch so ein paar Schreckensszenarien loslassen und so ein bisschen den Schelden in euch wecken und mikrobielle Quellen im Alltag vorstellen. Weil ich ja noch relativ frische Wissenschaftlerin bin, habe ich so ein bisschen publikationslastig gearbeitet. Und zwar die erste Quelle des Todes, der man sich wahrscheinlich jeden Tag aussetzt, ist das Büro. Und im Büro, wie ihr sehen könnt, ist die höchste Bakterienlast am Telefon und am Stuhl. Wenn wir jetzt, das wurde in verschiedenen Städten untersucht und eine schöne Abbildung in dieser Publikation war diese hier. Die lasse ich jetzt relativ unkommentiert, da kann sich jeder so seins zu denken. Eine weitere Quelle von wirklicher Gefahr ist das Nachtleben oder die Bar. Die sogenannte Peanut kennt ja jeder von euch. Das sind diese kleinen Grabbelkästchen, die auf der Bar stehen, wo man so Erdnüsse rausholen kann. Und auch das ist ein Urban Myth, da heißt es, dass bis zu 100 Urinspuren an so einer Erdnuss dran sind. Ich kann euch beruhigen, diese Studie gab es nie, das ist einfach so durch die Medien gegangen. Allerdings konnte gefunden werden, dass an 44% aller Eiswürfel koliforme Bakterien zu finden sind. Koliformen, sagt uns das was? Ja, genau, das sind die Bakterien, die bei uns im Häufchen drin sind. Also es sind vor allem Bakterien, die im Stuhl zu finden sind. Und 5% davon sind sogar potenziell tödlich. Also beim nächsten Mal lieber die Pisserdnüsse anstatt der Eiswürfel nehmen. Im Alltäglichen ist ja nicht nur Nachtleben oder auch das Büro, sondern wir gehen ja auch in den Supermarkt. Und das war auch wirklich was, das war jetzt nicht wirklich überraschend, dass der Supermarkt unglaublich gefährlich ist. Aber ich wollte das natürlich auch noch mit Daten unterfüttern. Ich kann ja sonst alles behaupten. Und zwar ist das eine Studie, die wurde jetzt im arabischen Raum durchgeführt. Aber die konnte auch schon so reproduziert werden. 93% der Griffe der Einkaufswagen, also die Dinger, die ihr immer anpatscht, um zu schieben, sind mit koliformen Bakterien auch besetzt. Koliform habe ich euch gerade erklärt, muss ich nicht nochmal erwähnen. Und das Gleiche konnte auch schon in der UK reproduziert werden, wo hier auch eine große Anzahl an Einkaufswagen einfach immer belastet sind. Und einer der Forscher, das war so eine Pressemitteilung, hat dann gesagt, ja, also wahrscheinlich ist manches Klo sauberer als so ein Einkaufswagengriff. Das stimmt wahrscheinlich für meine Toilette nicht, aber für die meisten, die so einen Putzfimmel haben, stimmt das wahrscheinlich schon. Das heißt, Supermarkt auch unglaublich gefährlich. Das nächste, jeder, der hier Kinder im Raum hat, der wird das beschädigen können, Kotze, Eiter, Blut überall. Babys und Kleinkinder sind so ein Hort an Bakterien, ja, also Bazillenschleudern ohnegleichen. Da gibt es natürlich auch schöne Studien zu. Das ist jetzt mal eine Studie, die gemacht wurde in Kindergärten, wo einfach gezeigt wurde, wie viele verschiedene Bakterienkulturen vorhanden sind in so einem Kindergarten. Je bunter, je oller. Und wie ihr seht, da ist ein unglaublich viel los. Streptokokken, Staphylokokken. Besonders spannend finde ich den Teil hier unten. Das wurde im Toddler Room 2 gemacht, also die kleinen Babys, die da so rumwandeln. Rot heißt Streptococcus. Hier gab es einen Ausbruch. Und berühmte Vertreter der Streptokokken sind Streptococcus pneumoniae, Lungenentzündung und Streptococcus pyogenes, Eiterentzündung.
Und da weiß schon jeder, was da los war im Totter Room 2. Und ich möchte nie wieder jemanden sich beschweren hören im Labor, dass er mit Radioaktivität arbeitet, wenn so eine Kindergärtnerin hier wirklich jeden Tag unglaublichen bakteriellen Lasten ausgesetzt ist. Wenn man das jetzt zusammenfasst, ich wollte natürlich jetzt auch noch so einen gewollten Lacher provozieren, kann man so ein bisschen googeln, Kinder, Einkaufswagen und so, findet sich dieser kleine Kerl hier. Das ist sozusagen die Inkarnation des Bösen, wenn wir uns die restlichen Folien gerade eben so ein bisschen im Kopf gemerkt haben. Aber es gibt natürlich für alles auch einen Schutz. Ne? Also die Deutschen wären ja nicht deutsch, wenn sie nicht sich überall ein Schutznetz auslegen würden. Und zwar gibt es den Caddyguard, das ist der ideelle Hygieneschutz für den Einkaufswagengriff. Und was mich allerdings ein bisschen irritiert, ist, dass jetzt hier Werbung mit einem Baby gemacht wird. Also ich meine, das ist echt ein bisschen kontraproduktiv, ja, keine Ahnung. Aber ich meine, Marketing ist wahrscheinlich nicht deren Stärke. Gut, jetzt bin ich natürlich Immunologin und wollte auch euch so ein bisschen die Begeisterung fürs Immunsystem, die ich besitze, einfach mitgeben. Und ihr habt ja jetzt schon gehört, innen ist alles voll mit Bakterien, außen ist alles voll mit Bakterien. Wie schafft das unser Immunsystem? Das ist ja, da ist ja super viel los die ganze Zeit. Und das Immunsystem hat so zwei Arme. Der eine Arm nennt man das angeborene Immunsystem. Das ist ein Immunsystem, was sofort losschießen kann. Das ist einfach immer parat. Das macht dann so Fieber und Schwellungen. Und hierzu gehört die dendritische Zelle. Und wie ihr seht, die hat so lauter Ärmchen. Und damit nimmt die ganz viele Informationen aus ihrer Umwelt wahr und trägt die weiter. Das zweite System ist das erlernte Immunsystem. Das kennt jeder von euch. Die machen die Antikörper zum Beispiel oder die aktiven Gedächtnissysteme sozusagen, die erinnern sich einfach immer wieder, wenn schon mal was da war, die setzen erst ein bisschen später ein. Und zwischen diesen beiden Systemen muss jetzt immer Information ausgetauscht werden. Das heißt, der Körper muss ja immer wissen, was ist gefährlich, was ist ungefährlich, was ist fremd und was ist eigen. Und um diesen Informationsaustausch soll es jetzt so ein bisschen gehen. Und weil ich dachte, ja, erstens bin ich ein Freund von Alliteration und zweitens wollte ich das euch ja auch so ein bisschen zugänglicher machen. Deswegen ist die T-Zelle hier jetzt in Gelb und meine dendritische Zelle habe ich jetzt DC Dennis genannt und wollte euch jetzt mal ein bisschen zeigen, wie so der Status quo gerade ist. Das geht natürlich nicht. Guten Tag, hier ist der Dennis aus Hürze, ne? Ich wollte nur was gesagt haben über diesen Wege. Larissa, das war doch alles nicht so gemeint, wie ich das gesagt habe. Du kannst doch nicht einfach Schluss machen, wie bist du drauf? Dennis hat also ein Problem, er hat gerade keine Partnerin, er ist irgendwie auf der Suche. Ich dachte ja auch immer, Sex sells, das könnt ihr alle so ein bisschen eher verstehen, wenn ich das auf diese Ebene hebe. Das heißt, Dennis ist jetzt auf der Suche nach einer Partnerin, die Partnerin wäre eine T-Zelle, Informationsaustausch, wie gerade eben erklärt. Das heißt, im Folgenden würde ich euch gerne so die vier goldenen Regeln der Antigenpräsentation erklären. Antigenpräsentation, das ist der Informationsaustausch im Immunsystem. Und Regel Nummer eins ist, zeig dich. Ja, geh da raus, mach was, sei aktiv, sei einfach vor Ort, damit du irgendwen findest. Und im Immunsystem, hier in weiß ist jetzt gezeigt, dendritische Zellen, die sind einfach super aktiv. Ja, die laufen überall lang und die samplen immer Proben. Das heißt, die nehmen immer alles auf, was sie finden können. Und wenn man das jetzt noch ein bisschen fancy in so einem schönen, in so einer schönen Abbildung, das ist nämlich der Vorteil von Biologen, wenn man mal so schöne bunte Bilder, wenn man das jetzt ein bisschen auf eine wissenschaftliche Basis runterbringt, in grün ist hier DC Dennis, die ist einfach überall vorhanden. Ja? Die ist in der Lunge, im Darm, in der Haut vor allem, ist überall aktiv und migriert überall hin und nimmt Proben, um dann im Lymphknoten oder Milz, was unsere immunologischen Organe sind, einfach die Informationen auszutauschen. Wenn man das jetzt so ein bisschen einen Tipp Dennis geben wollen, zeig dich, geh raus. Tinder ist ja immer gut. Könnt ihr ja auch alle ein bisschen was mit anfangen. Für diesen Dennis im ganz Speziellen gilt dann jetzt einfach auch Regel Nummer zwei, nimm was geht. Ja? Probier nicht irgendwie Qualität an den Tag zu legen, schau einfach, was vorhanden ist. Und in diesem Fall ist das, dass Dennis die Informationen ja erstmal einholen muss. Das heißt, Dennis, die dendritische Zelle, frisst alles, was er finden kann. Und jetzt hier, nein. Ja, ich sollte aufhören zu klicken. Ich hoffe, das geht nicht von meiner Zeit ab hier alles. Genau, wir zoomen jetzt in der Lunge auf eine dendritische Zelle. Die ist hier in grün und in rot ist ein Antigen, also ein Informationsbruchstück. Und wie ihr sehen könnt, schwapp, nimmt sich so das Ärmchen das Antigen. Also es ist echt wirklich Wahnsinn. Die fahren einfach ihre Arme aus und fressen alles, was sie finden können. Das heißt, nimm, was geht. Für Dennis wäre das jetzt einfach so ein Spruch, ja, besser widerlich als wieder nicht. Ne? Einfach mal gucken. Da hat man jetzt auch keine große Wahl.
Als dritter wichtiger Punkt ist, wir haben jetzt etabliert, dass man raus muss. Man soll einfach nehmen, was kommt. Und das wäre jetzt, trifft die Richtige. Also stell eine Situation her, wo du auch deine T-Zelle der Wahl triffst. Und wenn man sich jetzt dieses Bild anguckt, das sieht erst so ein bisschen verschwommen aus. In Rot haben wir jetzt die T-Zellen. In Grün ist jetzt DC Dennis. Stellt euch so eine Situation vor im Club. Es ist eng, alle schubbeln sich so ein bisschen aneinander vorbei. Ne? Und dann gibt es manche, die sind halt so mega touchy. Die Frauen unter euch, ihr kennt das, da hups, mal an den Po gegrapscht. Ja, und dann gibt es aber auch DCs, die sind so ein bisschen feiner. Die sind schon in Kontakt mit T-Zellen. Und ihr könnt ja, jetzt geht das schon wieder nicht. Mir wurde ein Klick-Response versprochen. Ja, wie ihr seht, gibt es manche DCs, die schon... Können wir das nochmal machen? Entschuldigung, wenn ich auch gerade mal kurz unterbreche. War das gerade schon das akustische Signal von da hinten? Wollt ihr denn die Geschichte vom kleinen Dennis noch zu Ende hören? Ja, ne? Ja. Dann bitteschön. Danke. Ja gut, dann kann ich mir jetzt auch Zeit lassen. Ne? Dann mach doch nochmal an am besten. Genau, und zwar ist hier zum Beispiel so eine DC, die schon in Kontakt mit T-Zellen ist. Das heißt, die sind schon relativ nah beieinander und es gibt andere, die wuseln einfach noch so rum. Na, Dennis hat da einfach noch nicht so die richtige gefunden. Das ist wahrscheinlich der, der bei der Restefickstunde auch immer noch am Rand steht und einfach immer mal so ein bisschen gucken muss. Ihr wisst doch alle ganz genau, was ich meine. Tut jetzt nicht so. Okay. Genug des Spaßes und genug der Videos. Jetzt gibt es noch ein bisschen Input und ich mache das sehr, sehr schnell. Ich klicke jetzt hier mal schnell durch. Und zwar der vierte Punkt, der auch sehr, sehr wichtig ist, ist, dass man auf Signale achten sollte, auch im Immunsystem. Das heißt, das Immunsystem ist immer 2- bis 3-fach abgesichert, um auch wirklich sagen zu können, das ist jetzt eine gefährliche Situation. Also da muss ich jetzt wirklich eingreifen, weil wenn wir nicht eingreifen, dann sterben wir. Und wenn wir zu viel eingreifen, im besten Falle sterben wir auch. Das heißt, es gibt so 3 Ebenen, die man abhakt. Zum ersten ist das hier die Antigenebene, das heißt, hier wird die Information ausgetauscht. Dann, wenn Bakterien da sind, findet Co-Stimulation statt. Das ist einfach nochmal so ein Enhancen von Signalen und so ein Signalgeber, der sagt, ja, es ist gefährlich. Und die dritte Ebene sind auch nochmal Produktion von Signalstoffen. Das heißt, es ist immer so ein Mehraugenprinzip im Immunsystem. Was wirklich faszinierend ist, weil wir damit sicher gehen, dass wir nicht falsche Entscheidungen treffen. Und das war jetzt auch schon... die ganze Wissenschaft dahinter. Jetzt nochmal die 4 Regeln für euch zu Hause zusammengefasst, dass ihr das auch ein bisschen mitnehmen könnt. Also Regel Nummer 1, geh raus als dendritische Zelle. Du musst wandern, einfach aktiv sein. Regel Nummer 2, nimm was geht, friss Antigen so viel du hast, um möglichst viele Informationen zu besitzen. Regel Nummer 3, Kontaktdauer ist wichtig. Es wurde auch gezeigt, dass die Dauer von dendritischen Zellen, also DC-Dennis-Kontakt und T-Zelle, dass die unglaublich wichtig ist in der Entscheidung einer Immunreaktion. Und als 4. achte auf Signale. Also du musst einfach wissen, ob das jetzt eine wichtige Immunreaktion ist oder nicht. Und als 5., weil ich habe noch nie vor so vielen Leuten gesprochen und dachte, jetzt kann ich ja mal so meine Lebensweisheiten raus, dann wascht euch die Hände, seid nett zueinander und habt noch einen schönen Abend. Dankeschön. Vielen Dank. Elisabeth. Ja, danke. Genießt den ersten großen Applaus. Ja, total toll. Danke. Ja, was ich mich gerade gefragt habe, wenn man so eine Präsentation zusammenstellt, entwickelt man da nicht einen Putzfimmel? Nee. Nö? Nee. Da ist dann auch Hopfen und Malz verloren. Nee, das ist wahrscheinlich so intrinsisch bei manchen gegeben. Ich habe da nicht so die Hemmschwelle. Also, ja. Also, du hast andere Hemmschwellen. Wir haben dich vorher gefragt, was hast du für Hobbys? Du hast geschrieben, ja. Viele. Waren das zu viele, um uns da einzuweihen? Oder? Nee, man muss dazu sagen, wir haben so einen Fragebogen vorher bekommen und da wurden so Fragen gestellt. Und die eine Frage lautete Hobbys? Fragezeichen. Dann dachte ich mir so, ja, ein bisschen spezifischer sollte das schon sein. Wir sind ja auch alle Wissenschaftler. Wenn mich jemand fragt, Hunger, sage ich auch nur ja. Und nicht ja, Pizza, Burger und so und so. Also deswegen habe ich das so ein bisschen... Alles klar, dann kann ich da noch hinzufügen. Die letzte Frage war, was würdest du machen, wenn du für ein Projekt alle Gelder bekommen würdest? Sie hat geschrieben, Weltfrieden. Ein großer Applaus nochmal für Elisabeth Metzke. Ja, ich habe schon wieder die Mütze auf. Jetzt geht es aber nicht übers Wasser, es geht in die Luft. Ich versuche das jetzt mal, ist auch eine Premiere für mich jetzt hier mit dem Mikro. Ja. Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen auf unserem Flug mit dem Ziel Weltraum.
Mein Name ist Hansen, ich begrüße Sie an Bord der Maschine CAISAR. Wir werden gegen 21.05 Uhr unseren Zielort Weltraum erreichen. Mit an Bord auch unser Special Guest Alexander Karim. Der wird dann die eine oder andere Wolke links oder rechts vom Fenster ein bisschen näher erläutern. Ja, ich wünsche einen angenehmen Flug. Und Applaus für unseren nächsten Slammer, Alexander Karim mit dem Titel All die toten Sterne oder jedem Ende wohnt ein Anfang inne. Ist das oder das? Das Guck. Kleine. Das? Ja. Ah. Ja, ich habe leider ein trauriges Thema mitgebracht. Wir wollen allen toten Sternen im Universum gedenken und ich möchte euch bitten, dafür für eine Schweigeminute einmal aufzustehen. Bitte auch im Nebenraum, ich sehe das. Ja. Okay, ihr könnt euch wieder setzen, ich habe keine ganze Minute, ich habe nur 10. Ja, also inspiriert wurde dieser Vortrag durch ein Kunstwerk, das ich in einer Ausstellung gesehen habe. Das sieht man hier im Hintergrund so ein bisschen. Da sind so kleine weiße Punkte zu sehen. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ich fand das, als ich das gesehen habe, direkt ganz toll. Denn das ist, was man nicht sehen kann, da gibt es ein Koordinatensystem, so wie wir das benutzen in der Astronomie. Also wo Objekte am Himmel sind, kann man halt mit Koordinaten bezeichnen. Und da hat die Künstlerin doch tatsächlich diese kleinen Punkte an genau die richtigen Stellen gemalt. Fand ich super. Also hätte ich natürlich nie gemacht, denn das sind tausende Punkte, die sie da reingemalt hat. Und das sind die Positionen von toten Sternen im Universum. Und das Ganze wurde begleitet dann noch durch so Briefe, wenn man näher mal hinschaut. Die sind alle adressiert an den Professor Richard Ellis am Caltech in Kalifornien. Und wenn man den Text liest, dann steht dann immer, sehr geehrter Professor Ellis, es tut mir sehr leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Stern so und so tot ist. Jo. Spontan habe ich dann so gedacht, also ich kriege manchmal so E-Mails, ne? Da hat einer eine neue Theorie für alles oder so und sagt dann, willst du das nicht mal lesen oder so, und mir einen Nobelpreis geben? Und ich denke immer so, nö, eigentlich nicht. Und was macht dann einer wie Richard Ellis, der ist echt eine Koryphäe auf unserem Gebiet, wenn der tausende solcher Briefe kriegt, ne? Kann das denn wahr sein? Ich habe den dann angeschrieben, die Künstlerin auch, aber er hat zuerst geantwortet und er hat mir dann Fotos geschickt. Und da ist das Kunstwerk im Hintergrund, da die Künstlerin, und da ist Richard Ellis. Und in der Tat, der hat halt dieses Kunstprojekt beraten, um rauszufinden, wo halt diese toten Sterne sind, brauchte die Künstlerin Experten. Ne? Und dann hat sie halt dieses Kunstwerk gemacht. Und seitdem reisen immer diese ganzen Briefe mit in der Ausstellung. Ja, ich habe mir dann als nächstes gedacht, das ist eigentlich super traurig. Ne? Also wenn ich da so in der Ausstellung stehe und ich sehe halt dieses ganz schwarze Bild und diese Begleitschreiben und all die toten Sterne, da denke sogar ich, das ist mega traurig irgendwie. Und dann habe ich gesagt, ich bin aber ja Wissenschaftler, ich sollte es doch eigentlich besser wissen. Jetzt nehmen wir mal so einen normalen Stern, wie die Sonne zum Beispiel, ne? Denkt man erst, sie hat vielleicht ein gutes Leben und so und dann wäre echt traurig, wenn die stirbt. Aber halt, ne? So eine Sonne, die lebt halt mal locker 9-10 Milliarden Jahre. Ne? 9 oder 10 Milliarden Jahre, das ist fast so alt wie das gesamte Universum bisher. Und ihr Leben lang macht die nichts anderes, als aus Wasserstoff in ihrem Innern Helium zu machen, durch Kernfusion. Ja? Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht irgendwo hin, ihr werdet dahin geschickt, ne? Da ist keiner sonst, der eure Interessen teilt, keiner arbeitet das Gleiche wie ihr, arbeitet rund um die Uhr, alle ziehen nur Nutzen aus euch, ne, und geben euch nichts zurück. Und das müsst ihr 10 Milliarden Jahre lang machen und ihr denkt euch, eigentlich habe ich es gar nicht so gut. Ne? Ich habe leider in unserem Drucker am Institut vergessen, ich hatte so ein paar Sonnenbrand-Tattoos zum Ausschneiden mitgebracht für euch. Vielleicht einfach E-Mail schreiben an das iGym-Team, ich weiß nicht. Ja, jetzt im Gegensatz dazu, wenn man mal diese Sterne anguckt, die auf diesem Kunstwerk eingezeichnet sind, das waren alles Supernovae. Ja, also Orte, wo Supernovae hochgegangen sind. Und die Supernovae, die entstehen immer aus sehr schweren Sternen, die leben wesentlich kürzer als unsere Sonne, also ne, nur einige 10 Millionen Jahre oder so im Vergleich zu den 10 Milliarden. Und
die sind dann für kurze Zeit ganz, ganz hell am Ende ihres Lebens, wenn die nämlich zur Supernova werden. Und ja, ich kann das leider selber natürlich nicht irgendwie filmen oder so. Ich habe aber Kollegen in Garching, die haben ähnlich viel Forschungsmittel wie hier am CESA und die konnten dann mit einem Raumschiff hinfliegen, dieses schöne Video drehen im Hintergrund. Und da sieht man mal so einen sehr massiven Stern. Ne? Und das sieht jetzt schon gar nicht mehr aus wie so ein Stern eigentlich aussehen sollte. Ihr seht, das wabert so. Denn normalerweise ist ein Stern immer im Gleichgewicht zwischen der Gravitation, die das Material nach innen zieht, und der Strahlung, die durch die Energieproduktion erzeugt wird und alles nach außen drängt. Nur wenn jetzt immer sukzessive weiter außen halt dieser Wasserstoff und dann schwere Elemente gebrannt werden, dann kann das schon mal instabil werden. Ne? Das genau passiert bei so einem schweren Stern. Und ihr seht halt, das wird jetzt immer instabiler irgendwie. Und dann muss man noch kurz warten, das ist ein Zeitraffer, hätte ich dazu sagen sollen. Ne? Das ist eine Langzeitstudie zwar, aber man kann es nur im Zeitraffer anschauen. Und dann sieht man hier, ne, wieder so viel Konvektion passiert und viel Material von innen nach außen geht. Und dann gleich ist es vorbei. Und die Supernova ist heller als eine ganze Galaxie. Ja, also es ist so eine Art Rockstar unter den Sternen, also eigentlich hatte dies gar nicht so schlecht. Das heißt, wir schließen daraus, ne, diese ganzen Punkte auf dem Kunstwerk war vielleicht gar nicht so schlimm. Ne? Aber gehen wir mal einen Schritt zurück, überlegen wir uns mal, wie Sterne überhaupt geboren werden. Also das hier ist ein aktives Sternentstehungsgebiet in unserer Milchstraße. Unsere Milchstraße ist noch nicht fertig, werden immer noch Sterne geboren heutzutage. Und überall dort, wo es so ganz dunkel ist, ne, wo kein Licht mehr durchkommt, so ein Teleskopaufnahmen, da ist ganz viel Staub, ganz viel Wasserstoffgas. Und dort ist es sehr, sehr kalt, nur wenige Kelvin, also knapp über dem absoluten Nullpunkt. Und dort entstehen wirklich neue Sterne, wie unsere Sonne. Jetzt sind ja Astronomen halt immer dazu geneigt, den Dingen irgendwelche Tierformen oder so zu geben. Ne? Also meine Kollegen vom Sonderforschungsbereich in Köln, ne, die haben gleich gesagt, klar, ne, hier Geißbock-Kopfnebel. Ich habe dann gesagt, das kann man nicht machen, ne, da kriegen wir Ärger mit Staatspräsidenten befreundeter Nationen eventuell. Nehmen wir was anderes. Probieren wir das mal. Genau. Champions League. Ja, ruhig mal klatschen an der Stelle. Ne? Der Pferdekopfnebel. Ne? Also, hier werden neue Sterne geboren, tatsächlich. Was für Sterne werden da geboren? Achso, ich sollte noch kurz erklären. Also, ich habe gerade schon gesagt, es ist sehr kalt dort in diesen Regionen, aber es ist auch sehr dicht. Ne? Es gibt da sehr viel Material, sehr viele Teilchen auf einem Haufen. Ungewöhnlich fürs Universum, was normalerweise relativ wenig dicht ist. Also, in diesen dunklen Wolken, da gibt es bis zu 1 Million mal mehr Teilchen als außenrum. Und um jetzt den Unterschied mal so zu verdeutlichen, ne, wenn ihr zum Auswärtsspiel zum VfL Wolfsburg geht oder so, vom VfL Wolfsburg geht und geht da in den Gästeblock, seht ihr halt, da ist recht wenig los. Und dazu im Vergleich mal, ne, hier zu Hause in Dortmund, an die gelbe Wand. Also das ist ungefähr da unten der Kontrast an Dichte, ne, im interstellaren Medium, wie wir auch sagen. Aber ihr sagt jetzt halt, ne, wie können da 1 Million mehr Teilchen sein? Wir dachten, wir können doch nichts hören, irgendwie, wenn in Star Wars was explodiert und so. Und war das alles falsch? Jo, also selbst in so einer gigantischen Molekülwolke, wie wir das nennen, wo so viele Teilchen sind, herrscht immer noch im Mittel ein wesentlich besseres Vakuum als das beste Vakuum, was wir auf der Erde im Labor erzeugen können. Trotzdem genug Material, um Sterne zu bilden. So, was für Sterne entstehen denn da? Ein Stern entsteht nicht alleine, entsteht immer eine ganze Sternfamilie. Und zwar entstehen immer viele Sterne, die sind ungefähr gleich schwer. Ungefähr so schwer wie unsere Sonne und nur ganz wenige, die wesentlich schwerer sind. Wenn man mal diese Massenverteilung aufträgt, kann man das schön sehen. Ganz wenige sind schwer und fast alle sind ungefähr so schwer wie unsere Sonne nur. Ja. Wie kommt es dazu? Also ich habe gedacht, ne, es ist ja auch Physik, was wir machen und das ist ja eine empirische Wissenschaft. Also will ich das mal kurz zeigen anhand eines kleinen Experiments. Dieses Glas hier ist jetzt unsere gigantische Molekülwolke. Und natürlich, ne, brauche ich auch eine Schutzbrille. Ich darf das nämlich eigentlich gar nicht machen hier, glaube ich. Also es handelt sich da bei diesem Kollaps dieser Wolke oder von Teilen dieser Wolke um einen sogenannten Fragmentationsprozess. Wir können das mal darstellen. Ich wundere mich immer, dass halt Leute freiwillig in der ersten Reihe in so Veranstaltungen sitzen, ne? Ja, okay. Also, wir sehen jetzt einige wenige große Teile, ne? Und was ihr nicht sehen könnt, die allermeisten Teile sind winzig klein. Wie ich gesagt habe, ne? Fragmentationsprozess.
Genau das passiert bei den Sternen auch. Okay, wir wissen also jetzt immer, wie viele schwere Sterne auf wie viele weniger schwere Sterne kommen, wenn neue Sterne geboren werden. Und ich habe das hier nochmal verdeutlicht, was jetzt das Tolle an der ganzen Geschichte ist, nämlich an diesem Altersunterschied zwischen den schweren Sternen, die zu Supernova werden, und Sternen wie unserer Sonne. Jetzt nehmen wir mal an, die Sonne würde wie ein Mensch ungefähr 80 Jahre alt werden, ne, statt der 10 Milliarden Jahre. Dann würden die ersten Supernovae schon hochgehen nach circa 3 Monaten. Das heißt, die Sterne sind alle noch kleine Säuglinge, ne, wenn schon die ersten tot sind. Das ist praktisch, dazu komme ich gleich noch. In diesen Supernovae, da entstehen auch ganz tolle Sachen, zum Beispiel ne, werden da mit hoher Geschwindigkeit halt Materialien ausgestoßen, dabei kommt es zu Kollisionen, dann werden überhaupt erst schwere Elemente gebildet, also alles, was wir an schweren Elementen auf der Erde finden, kommt durch Supernovae zustande und am Ende entsteht so ein Überrest, wie man das hier oben sieht, ne, da wird halt Material schnell beschleunigt, da findet sich immer irgendwo ein Magnetfeld und dann werden geladene Teilchen, also kosmische Elektronen, beschleunigt auf Kreisbahn. Ich bin gleich fertig. Werden geladene Teile beschleunigt auf Kreisbahn und dann passiert was? Keine Physiker hier? Strahlung, ja. Synchrotronstrahlung kommt dann da raus und das kann man beobachten von Radiowellen mit Radioteleskopen, zum Beispiel hier mit dem Teleskop in Effelsberg in der Eifel oder dem Very Large Array in New Mexico. Jodie Foster hat das mal in einem Kinofilm schön dargestellt, wie wir Radioastronomen so arbeiten, ne? So sieht das aus. Und das heißt, wenn wir jetzt diese Synchrotronstrahlung messen, dann können wir von den wenigen Sternen, die die Synchrotronstrahlung produzieren, von den wenigen Supernovae, auf alle anderen schließen, die neu geboren wurden. Und wir können das mal vergleichen in der Galaxie wie unserer Milchstraße heute. Da entsteht ungefähr eine neue Sonne pro Jahr. Und wenn wir schauen, als die Sonne selbst geboren wurde, da waren es wesentlich mehr. Und wir können halt in der Zeit quasi zurückschauen, indem wir immer weiter entfernte Galaxien anschauen. Und dann konnten wir vermessen im Universum, wie viele Sterne insgesamt entstanden sind, zu welcher Zeit. Und die Moral von der Geschichte ist, dass wir von der Sterberate der wenigen schweren Sterne auf die Geburt aller Sterne schließen können. Da seht ihr den kleinen Stern in der Wiege auf dem Friedhof. Und das soll euch mit einem positiven Gefühl entlassen. Vielen Dank. Ja, danke schön. Auch an dich kurz ein paar Fragen. Du hast gesagt, du machst ja vornehmlich angewandte, beobachtende Kosmologie. Genau. Würdest du auch gerne mal angewandte Kosmologie machen? Keine Ahnung, wie es aussehen soll. Ich glaube, das gibt es nicht. Okay, ja, nein, also ja, doch, ich finde das schon ziemlich angewandt, was wir machen. Wir machen ja auch schöne Bilder, ne? Die können wir zeigen. Das ist die Anwendung. Und dann direkt zum Sport weiter. Du hast gesagt, du machst doch gerne angewandt und beobachten Sport. Was machst du lieber als welche Art? Oder ist das gleich Fußball? Fußball ist schon nicht schlecht, ja, doch. Noch was anderes? Was ich selber mache oder was ich, ich spiele gerne Basketball auch. Laufen gehe ich manchmal. Sehr gut, ja. Dann vielen Dank. So, meine Damen und Herren, ist das Mikro an? Ja, ich höre mich. Haben wir heute Abend vielleicht ein oder zwei Ehepaare hier? Nein, doch, da hinten, ganz hinten, links in der Ecke, versteckt sich ein Ehepaar. Ich dachte schon, ich müsste jetzt in den Keller rennen. Ich komme mal ganz zu Ihnen hoch. Hätten Sie sich mal besser nicht gemeldet, ne? Wie heißen Sie denn? Frank. Frank. Und? Gitti. Dann einen Applaus für Frank und Gitti bitte erst einmal. Wenn Sie auf irgendwelche Fragen nicht antworten wollen, dann sagen Sie das einfach. Wie lange sind Sie verheiratet? Verheiratet 25 Jahre und zusammen sind wir 36 Jahre. Glücklich? Natürlich. Hat die Mutter da irgendwie mitgewirkt? Hat man Ihnen zum Beispiel gesagt, nimm den jungen Mann, der hat auch im hohen Alter noch volles Haupthaar oder irgendwas? Never ever. No. Also völlig freie Wahl. Gut, dann sind wir jetzt gespannt auf den nächsten Vortrag von Rainer Banse. Der trägt den Titel Problem Partnerwahl, selber wählen oder Mutti machen lassen. Ein Applaus bitte. Okay, ich begrüße Sie herzlich, auch alle Menschen da draußen im Foyer und im Nachbarraum, insbesondere die aus meiner Arbeitsgruppe. Ja, und ich bin jetzt der letzte Slammer
last but not least. Und das finde ich auch sachlich ganz gerechtfertigt, weil jetzt kommt ein psychologisches Thema. Ja, wir haben schon viel von Verpaarung gehört, aber mehr so auf bakterieller Ebene. Ja, und das komplexeste Lebewesen, was wir bisher gesehen haben, war der Ameisenbär. Und die Objekte, über die ich jetzt sprechen werde, sind noch ein Tick komplexer. Ja, Problem Partner mal selber machen oder Mutti machen lassen, das ist in unserer Kultur eine etwas merkwürdige Frage. Wird auch dadurch verkompliziert, dass bei Mutti wir so ganz andere Assoziationen haben. Die hatte ich eigentlich gar nicht im Sinn am Anfang, aber ich dachte dann, na gut, die Frau hat Durchblick, ja, und Weitblick, kann uns vielleicht Hinweise geben, weil Partnerwahl ist eine komplexe Geschichte, der Partnermarkt ist unübersichtlich, birgt viele Gefahren, ja, und da ist es vielleicht ja gelegentlich ganz gut, dass jemand einem sagt, was man vielleicht vermeiden sollte und, ja, und warum nicht durch Frau Merkel. Ja, auch sie hat viel Erfahrung, hat sich zuerst von eher unattraktiven männlichen Begleitern zu virileren und interessanteren hochgearbeitet, ja, bis hin zu ganz ansehnlichen, die sie offensichtlich auch eifersüchtig verteidigt, hier Blick erkennen kann. Also, vielleicht ist sie da schon Expertin. Wir werden gelegentlich auf sie zurückkommen. Ja, aber jetzt mal ganz im Ernst. Diese Frage, sollte man sich Partner selber suchen oder vielleicht, so wie in anderen Kulturen, die Eltern das tun lassen? Das ist ja schon irgendwie eine merkwürdige Frage. Ich glaube, den Jüngeren unter Ihnen wird ganz mulmig bei dem Gedanken, dass Ihre Eltern Ihnen einen Partner aussuchen könnten. Ja, aber die Frage ist natürlich empirisch in der Psychologie, könnte das denn funktionieren? Ist unser System denn so gut? Klappt das besser oder schlechter als dieses alternative System, dass die Eltern das machen? Ja, und dann ist natürlich die erste Frage, was ist überhaupt Erfolg? Was bedeutet das bei einer Ehe, bei einer Paarbeziehung? Ja, und bei uns ist ein Kriterium die Stabilität, ist aber ein bisschen problematisch, weil in anderen Kulturen ist es nicht vorgesehen, dass sich Ehen trennen. Ja, deswegen kann man das auch interkulturell nicht so richtig vergleichen, diese verschiedenen Modelle. Deswegen ist das bessere Kriterium, das psychologisch sinnvolle und auch interkulturell vergleichbare, eher die Zufriedenheit mit der Beziehung. Ja, und das kann man dann auch untersuchen. Wir machen in Bonn Studien, interkulturelle Studien in vielen, vielen Ländern, befragen viele, viele Ehepaare zur Zufriedenheit und allen möglichen Dingen, zu ihrer Beziehungsqualität. Und hier haben wir so eine kleine Hitliste. Ich glaube, es sind 31 Länder, waren hier in dieser Studie beteiligt. Und dann können wir uns ja mal anschauen, ja, welche Modelle sozusagen wie liegen in diesem Ranking. Ganz oben hier die Vereinigten Staaten. Amerikaner sind vielleicht so ein bisschen überschwänglich immer, ja, also okay, Schweden, ziemlich weit oben, liegt vielleicht in einer guten Grundversorgung mit billigen Möbeln. Ja, Jamaika ist ja im Moment in aller Munde, diese Farbkombination, aber das Land gibt es wirklich. Ja, und ja, man kann sich eine Beziehung auch schön rauchen. Ja, und, gut, aber dann, Überraschung, Überraschung, das ist der Iran. Ja, da gibt es ziemlich viele arrangierte Ehen, so etwa 50-60%. Ja, und gibt allerdings auch Wahlheiraten, aber relativ viele arrangierte Ehen, die liegen ziemlich weit oben hier. Dann hier Indien. Eigentlich nur arrangierte Ehen, ja, also Dating, Sex vor der Ehe und so ist da eigentlich nicht vorgesehen in der Kultur. Ja, liegt ganz gut im Rennen. Saudi-Arabien, ja, also ziemlich rabiates Regime, was die Sexualität angeht und Partnerwahl. Das wird ganz strikt durch die Eltern arrangiert. Ja. Es wird jetzt ein bisschen durch das Aufkommen von Handys unterminiert, das traditionelle System, dass Leute plötzlich miteinander kommunizieren können, die sich sonst im öffentlichen Leben nicht mal treffen dürfen. Ja. Aber trotzdem überraschend hoch in der Liste. Wir kommen hier, so wie bei PISA, so Platz 21 oder so, ja, also nicht so ganz vorne dabei. Türkei auch ziemlich danach und ganz, ganz niedrig liegt hier Japan. Also sehen wir überraschenderweise, es gibt mehrere Länder, in denen arrangierte Ehen die Regel sind, die hier in diesem Ranking ziemlich gut liegen bei der Beziehungszufriedenheit. Ja, kann man natürlich jetzt Zweifel kriegen, kann das überhaupt sein? Ja, gibt es hier vielleicht methodische Probleme? Ja, zumal es könnte sein, das liegt einfach an der schlechten Übersetzung unserer Fragebögen, verschiedene Sprachen
Ja, oder vielleicht gibt es auch kulturelle Regeln. Ja? Vielleicht traut sich eine indische Frau gar nicht zu sagen, dass sie mit ihrer Ehe nicht besonders glücklich ist, ja? Weil das kulturell nicht erlaubt ist. Auch das könnte sein. Ja? Deswegen ist ein Land hier ganz praktisch, was einen relativ fairen Vergleich erlaubt. Das hier, wenn Sie eben aufgepasst haben, wissen Sie, dass es nicht Italien war, ja? Sondern der Iran. Und der Iran hat den Vorteil, dass es sowohl arrangierte als auch nicht arrangierte Ehen gibt und die kann man befragen. Ja, wir haben hier 58 Paare befragt in der Wahlheirat und 139 aus arrangierten Ebenen, und zwar in Bezug auf die Beziehungszufriedenheit, Lebenszufriedenheit, verschiedene Beziehungsparameter wie Bindung, positives Konfliktverhalten etc. pp. Und Sie sehen hier jetzt, wenn ich das vergleiche, die Arrangierten mit den Wahlheiraten, sehen Sie ganz genau gar nichts. Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen beiden Gruppen. Ja, deren Beziehungen funktionieren sehr, sehr ähnlich. Okay, dann ist natürlich die Frage, was würden denn nun eigentlich Eltern vielleicht auch in dieser Kultur tun, wenn sie für uns einen Partner suchen müssten? Ja? Und was tun junge Erwachsene, die eine langfristige Beziehung anstreben? Ja, also was suchen die denn für Partner? Ja, und dann gibt es hier auch so eine Hitliste von Eigenschaften, die da häufig genannt werden, sowohl im wirklichen Leben als auch in der Forschung. Ja, nämlich physisch attraktiv, sportlich, zuverlässig soll er oder sie sein, ehrgeizig, gebildet, wohlhabend vielleicht. Ja. Das Problem ist allerdings, wenn man Leute fragt, was sie denn gerne für Partner hätten, dann wollen die immer alles. Ja. Die wollen immer so den absoluten Super-Duper-Premium-Partner, der alle positiven Eigenschaften hat. Und das ist ein bisschen schwierig zu messen. Deswegen bedienen sich Psychologen eines Tricks. Wir bringen das auf so eine Dimension. Wir bringen die Leute in die Situation, wählen zu müssen. Also lieber physisch attraktiv, sportlich sexy oder eher sowas wie zuverlässig, ehrgeizig, sozialer Status. Ja, um das ein bisschen zu illustrieren, wir haben hier oben, also mehr so auf dem Attraktivitätspol, so eine Ken-Barbie-Kombination, ja, sportlich, Partytiere, und hier unten dann eher so was Solides, ja, also in Frankfurt würde ich sagen, so ein Banker von Merrill Lynch, ja, oder Citicorp, hier in Bonn reicht wahrscheinlich auch die Postbank. Und, ja, also um diese Dimension so ein bisschen zu illustrieren. Ja, und jetzt haben wir in einer weiteren empirischen Studie einfach junge Erwachsene gefragt und auch ihre Väter und Mütter, was sie sich denn so vorstellen. Ja, und hier haben wir jetzt wiederum diese Dimension, ja, und hier jetzt die Präferenzen. Erstmal der jungen Erwachsenen. Ja, die Männer, die stellen sich schon eher sowas auf der attraktiven Seite vor und übrigens auch die Frauen, ja, kaum Unterschied. Also die jungen Erwachsenen, die wollen ganz gern eher so einen attraktiven Partner. Deren Eltern hier, die optieren ganz klar Richtung Postbank, ja, und finden die gut. Übrigens auch ich wurde als junger Mann in der Hinsicht beraten von meinem Vater, der sagte, Junge, man kann ein armes Mädchen genauso lieb haben, ein reiches Mädchen genauso lieb haben wie ein armes. Aber ich habe wie viele gute Ratschläge auch den in den Wind geschlagen. Wenn man die Eltern fragt, sieht man, dass die ganz genau wissen, dass ihre Kinder einen Partner möchten, der eher attraktiv ist. Und wenn man die Kinder fragt, dann wissen die ziemlich genau, dass ihre Eltern eher was Solides anstreben würden für sie als Partner. Und interessanterweise glauben die Kinder, dass ihre Eltern das noch viel stärker wollen, als es tatsächlich der Fall ist. So, was hat das nun zu bedeuten? Partnerpräferenzen der Kinder. Ich denke, die interpretieren diese Dimension so attraktiv und sexy auf der einen Seite und hier unten eher sowas wie solide, spießig. Ja, das spricht die nicht so an. Ja, und die Eltern, die sehen das wahrscheinlich eher so attraktiv, ja, aber irgendwie auch vielleicht untreu, ziemlich anstrengend. Ja, wenn man so einen super attraktiven Partner hat, muss man ganz schön rudern, um den bei Laune zu halten. Und außerdem hat er viele Alternativen. Ja, und vielleicht ist es hier unten so ein bisschen bequemer, ja, ein bisschen ruhiger, zuverlässig, treu, bequem. Also das könnte irgendwie ganz gut funktionieren. Also ist das Fazit, arrangierte Ehen funktionieren so gut wie Wahlheiraten, wenn die Kultur darauf eingerichtet ist.
gibt es einen Generationenkonflikt. Schon tendenziell gibt es etwas andere Präferenzen, aber ich glaube, das lässt sich ganz gut dadurch versöhnen, dass junge Erwachsene sehen eher die Vorteile physisch attraktiver Partner und die Eltern durch ihre Lebenserfahrung eher ein bisschen stärker die Nachteile. Ja, und eine kleine Weisheit zum Mitnehmen, wie meine Vorredner, die auch ab und zu hier geäußert haben. Physische Attraktivität ist ziemlich vergänglich. Ja, also wer langfristig plant, sollte bei der Partnerwahl nicht nur darauf achten. Ja, und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Rainer Wanse, meine Damen und Herren. Ja, als ich gerade die Statistiken so gesehen habe und den ersten Teil des Vortrags gehört habe und danach den zweiten Teil des Vortrags, habe ich mich gefragt, was mache ich denn, wenn ich jetzt als junger, 20-jähriger Mann oder Frau aus der Kategorie jung, sportlich, sexy im arabischen Raum sitze? Dann habe ich ja ein Problem. Tja, die Eltern kennen einen ja selber ganz gut, oder? Also, Ja, aber es wählen ja die Eltern des anderen Partners und die suchen nach ihren Statistiken dann am besten wohlhabend, gewissenhaft und so weiter? Ja, jeder junge Erwachsene, genau wie jedes Elternpaar sucht sozusagen den besten Partner, den es für die Kinder oder sich selber findet. Ja, nur die Kriterien sind leicht anders. Können Sie was zu Partnerbörsen sagen, was das für einen Einfluss hat? Irgendwie jetzt hier Tindergeflitsche und Elitepartner.de und die ganzen Späße? Ja, schon eine sehr effiziente Art, möglichst viele Leute kennenzulernen in relativ kurzer Zeit. Also ich denke, das ist nicht gerade in unserer Welt, wo es unheimlich viele mobile Singles gibt, die ständig unterwegs sind, ist das eine sehr effiziente Art, viele Leute zu kontaktieren. Aber Sie glauben nicht, Tinder ist die neue Mutti? Wie bitte? Tinder ist nicht die neue Mutti. Ja, also auch in Indien wird das sehr, sehr gern gemacht, ja. Aber dann gucken die Eltern mit, ja. Und man darf das Ein Applaus nochmal für Rainer Wanse. So, und der Rainer kann eigentlich auch direkt hier vorne bleiben. Denn jetzt kommen wir zum wirklich ernsten Teil des Abends. Und dazu möchte ich bitte alle Slammer nochmal nach vorne bitten. Wir, unwichtiges Personal, verkrümeln uns mal ganz nach rechts an die Flanke. Denn jetzt wollen wir zur Abstimmung kommen. Bunt gemischt. Ja, ihr wisst ja, wir müssen das auch irgendwie hören können, also gebt euch Mühe. So, ich hoffe, eure Hände sind warm. Ihr dürft jetzt abstimmen. Und als erstes, wir fangen hinten an und gehen dann an den Beginn des Abends zurück, hätten wir jetzt gern euren Applaus für Rainer Wanse. Bitteschön. Dankeschön. Und als nächstes Alexander Karim mit dem Glas auf dem Boden. Dann ihr Applaus für Elisabeth Mettke, die Frau, die dafür sorgen wird, dass neue Seifenspenderfüllung gekauft werden muss im Cäsar. Lydia Möcklinghoff und die Ameisenbären. Amitabh Banerjee, der Mann, der den Raum zum Leuchten brachte. Ronald Jäppel mit dem Bakteriensex. Das war sehr, sehr schwer. Ich würde sagen, ach, haben wir noch? Der Herr Fink, das wäre doch deiner gewesen. Der Herr Fink, du kriegst keinen Applaus heute. Komm, einen Riesenapplaus für Dennis Fink, bitte. Entschuldigung.
Eigentlich wollten wir ein Stechen machen zwischen Amitabh und Elisabeth. Das ist das, was wir rausgehört haben. Kommt ihr zwei doch bitte einmal nach vorne und dann klappoliert ihr für die beiden bitte noch einmal. Separat. Zunächst einmal für Elisabeth. Und einen Applaus für Amitabh, bitte. Ja, und wir fangen mit dir an, Amitabh. Das für dich. Also ich würde auch verzichten, weil das für ihr erstes Mal war. Bist du sicher? Ganz sicher? Okay. Du bekommst... Sehr nobel. Ihr bekommt beide was, also keine Sorge, ihr bekommt beide was. Ihr habt beide an diesem Stechen teilgenommen. Du bekommst dieses wunderschöne Buch und einen Jochen-Schweizer-Gutschein. Der Amitabh bekommt dann auch nochmal dieses wunderschöne Buch von uns. Und die anderen sollen natürlich auch nicht leer ausgehen. Für jeden gibt es jetzt hier noch eine leckere Flasche Wein. Bitte schön, bitte, ja, bitte nicht zerbrechen. Der Ronald braucht auch noch ein Fläschchen. Der macht sich zwar eine Drogen zwar selber, aber ein bisschen Wein soll ja auch mal sein. Ein Riesenapplaus bitte nochmal für alle 7 Slammer des Abends. Und bitte ein Applaus für das Cäsar, das den Abend hier heute ermöglicht hat. Für das iGEM-Team, für die wunderbare Organisation. Und natürlich für euch alle das schönste und wunderbarste Publikum, was wir heute Abend hier haben konnten. Auch in die Räume unten. Und draußen gibt es jetzt noch für euch alle was Leckeres zu trinken und einen kleinen Snack, gesponsert vom Forschungszentrum Cäsar. Halt. Also, halt, stopp. Also, mir wurde irgendwie gerade von der Seite zugeraunt, dass angeblich die Gewinner, nenne ich mich jetzt mal, immer noch die Moderatoren am Ende vorstellen und uns recht herzlich bedanken. Und deswegen nochmal ein großes, großes Dankeschön, einen Riesenapplaus an David und an den Captain. Ja, das ist aber scheiße. Ja, und wir sagen jetzt, tschüss, bis zum nächsten Mal. Schönen Abend.